Hey, schön dich zu sehen. Moin, moin. Hey, schön dich zu sehen. Moin, Marc. Wer schaut denn da rein? Da ist ein VIP. Hi ho. Hoi, hoi. Schon 37 Mal. Nicht schlecht, Meserei, nicht schlecht. Jojo, klar. Dann sagt doch sowas nicht. 2 Jahre zuschauen, 3 Streams die Woche sind 150, 300 Streams, ist über 10% Quote. Also, das kann ja immer nur einer Erste sein, von daher ist das doch gut. Ich finde, das ist nicht wenig. Oder man macht so Ninja-mäßig wie ich gestern. Komm, war der Genau. Bot da, war der Erste draußen. Genau. Und ich bin mir sicher, dass die Playlist, die ich für heute rausgesucht habe, Telly besonders gut gefällt. Ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Okay. Den Counterbotten? Nee, gebottet wurde da nichts. Das war eher ein absolut Instant-Dasein. Man muss halt wissen, wann der Bot hochkommt, wenn sich 50 einloggt, sozusagen in Ja, Twitch. genau. Ach, sozusagen gegen Botten. Ah, da sind wir ja schon aus dem Intro draußen. So, dann drücke ich dieses Mal das Intro auch tatsächlich weg, damit ich nachher bei TikTok aufnehmen nicht wieder ins Intro renne. So, liebe Leute, wie geht's euch? Bei euch geht's fein. Unserem Stromnetz geht's auf jeden Fall schon mal deutlich besser als gestern. Wir hatten hier nochmal so einen Einbruch von Wind, da konnten die Standardturbinen aber einspringen.
Also was scheinbar jetzt wirklich geholfen hat, ist nochmal ein bisschen mehr Windkraft hinzustellen, was ein bisschen schade ist, aber naja, so funktioniert's halt. Und wir haben jetzt bis auf Benzin ziemlich viel auch an Rückstau. Plastik läuft hier. Plastik haben wir auch im Vorrat. Das funktioniert. Danke dir für deinen kontinuierlichen Support, der bedeutet mir viel. Danke dir. Mehlkornbrot subscribed Mehlkornbrot. für 10 Monate. Guten Tag 50 Schuck. Mehlkornbrot, danke dir und auch dir auch einen wunderschönen guten Tag. Voilà, da kommen 10 weiter für dich. Ah, Der Markt Tacke! schickt noch welche dazu. Und dann hat sich auch der Counter nochmal, genau, zum ersten Mal verlängert. Das funktioniert also auch. Ja. Dabei wollte ich doch schauen, was wir jetzt heute machen. Wie wir das heute machen, vor allem. Ah, Tacke! Da gehört sich noch eine mittlere Weiterwelle dazu. Bam, bam. Wo positioniere ich mich jetzt am blödsten? Da kommen weiter, habe ich gehört. Ja, yep, vollkommen richtig, da kommen weiter. Ah, Tacke! Und Jörg. Jörg schließt sich auch an. So. Also, während wir da sich da der Angriff sammelt, wie sieht's bei dem Stahl aus? Stahlvorräte haben wir nämlich auch wunderbar. Dann können wir hier nachlegen. Hier können wir Aluminium nachlegen. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber es tut sich. Ein Schlag in 7 Sekunden. Bam, bam. Ein Unterstützungsturret gönne ich mir. Da kommen sie. Gut, passt. Arbeitet die Steine an. Da unten kommen sie noch. So, passt. Überstanden. Mekobro, danke dir nochmal für deinen Support. 10 Monate wieder dabei. Wie die Zeit vergeht. Vor allem noch viel länger dabei, aber jetzt im 10. Monat so. Naturus, Servus. Nee, der erste, den hat sich der Mesodyne schon geschnappt. Der ist heute der erste des Tages. Wie geht's euch? Wie läuft's? Tja, da musst du früher dran kommen. Hey, schön, dass du da bist. Ich finde die Pika hier aus Also Augen noch super. Ja? ich glaube, wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir die an die Elektromotoren kommen. Denn die brauchen wir für Waterbore und für die Extraktoren, für die Vulkanik. Ja, und für die Wells, für die Wasserdings. Ja, die meinte ich ja. Mit Waterbore. Ja. Ah ja, okay. Genau. Da müssen wir uns die Zeit nehmen, kurz zu planen. Weil Lubricant ist halt blöd. Lubricant braucht ein Silikon, braucht Methanol und braucht Hydrogen Chloride. Methanol ist Methan plus irgendwas. Das ist jetzt kein Problem. Hydrogen Chlorid haben wir auf dem Flüssigkeitsbelt, ist kein Problem. Das Silikon macht mir Bauchschmerzen. Wir haben das hier unten zwischen Eisen und Aluminium reingequetscht. Wollen wir das nochmal ein Ticken woanders in hübsch bauen? Haben wir da vielleicht auch inzwischen bessere Rezepte? Silikon, Ingot. Nee, haben wir noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Auch, dass wir das polykristalline Silikon an einer anderen Stelle herstellen, ist halt auch ein bisschen blöd. Ja, ich hätte jetzt das Silikon, also ich hätte das da umgebaut nochmal, Aha. anders hingestellt und hätte das Silikon halt runter zum Polykristallin noch mit runtergeschickt. Das einzige Problem, was ich halt aktuell sehe, ist, dass wir nicht wirklich. Ja, wobei wir hätten noch Platz im Bus. Bloß hinten raus wird es dann halt wahrscheinlich ein bisschen eng mit dem Silikon. Und das Lubricant, das muss man ja eh mal gucken, wie wir das verbauen. Ja, okay, dann wäre auch mein Vorschlag. Wir haben ja hier diesen fortgeschrittenen Bass. Also, wo so Eisenprodukte und so ein Kram drin liegen. Wir haben dann jetzt hier in der Mitte so ein bisschen Chaos, wo dann aber auch schon Sachen drin rumliegen.
Und wir haben ja, das hier ist ja tatsächlich so maulmäßig hier. Genau. Also das hat ja da Sindhu gebaut. Genau. Und dann haben wir hinten den ja, ich will jetzt nicht sagen, den Rohstoff Mall, nicht Mall, Belt. Bus ist das Wort. Und was hältst du davon, wenn wir das Silikon so draufpacken? Einfach von hier unten. Dann muss halt hier erstmal alles kurz unten durch, aber hier ist halt gerade ein Cut. Ja. Und dann könnten wir dann kannst du die größere Silikon-Ingot-Geschichte eben hier zwischen hinstellen. Hier ist ja Fläche. Das hat nur eine kleine Ding im Weg. Ja, das ist nicht das Thema. Und dann haben wir die Polysilikone hier. Und dann müsste man die nur einmal nach oben kriegen für die Logikgeschichte. Für die hier. Voilà. Also sie hat ja einen Teil zurückgeschickt zum Polykristallin und hatte dann Kristallinbelt mit reingeschoben. Genau, also das Belt, was ich jetzt hier habe, ist das Polykristallinbelt. Ja, okay. Hey, schön, dass du da bist. So, Aki, an Gurden. Und schön, dass du reinlurkst. Danke dir. Ich könnte das Silikon ja eigentlich komplett runter, ne? Weil das brauchen wir ja so gar nicht in der Mauer. Ja, eben. Also vielleicht brauchen wir es danach. Aber jetzt im Moment brauchen wir es nicht so weit oben. Das Einzige, was wir oben brauchen, ist das Poly-Zeug. Krieg mal hin. Und... Na toll. Gehen wir hier hin. Dann kommt hier die Kiste weg. Kommt der da weg? Oh, mein Inventar ist voll. Mal ganz kurz ihn. So, das Belt nach oben liegt. Hier kommt das Aluminium. Und hier kommt das Poly-Zeug raus. Bam bam. Du gehst auf die Innenseite übers Offset. Genau, dann bräuchte ich ein Belt für Silikon hier hin. So. Hier ist E-Klippe. Dann mache ich hier kurz eine kleine Lücke sozusagen rein. Und dann machen wir erst das Methanol. Das müsste in der Chemiefabrik sein. Methanol, genau. Methan und Methanol. Methan plus Oxygen ist Methanol. Klingt ein bisschen so vom Rezept her, dass wir da ein bisschen mehr Maschinen für brauchen. Aber ich sag mal, das ist dann so. Dann nehmen wir da auch die 200 Underground Belts, Underground Pipes raus. So, Sauerstoff haben wir hier. Und das Methan. Das müssten wir auch relativ weit unten haben. Das ist Ethylen. Das ist das Hydrogen. Ethylen, Styren, Benzen, Ethylen. Bam bam. Das kam nicht hierbei raus. Nee. Methan ist hier. Nee, das ist auch Ethylen. Methan ist hier. Da ist Methan. Das geht... Ah doch, ziemlich weit hoch. Und ich werde das erstmal nicht upgraden. Aber ich werde das gleich auf der höheren Qualität bauen. So, bis dahin.
Na toll. Das sind die T2 Powerpoles. Perfekt. Dann legt der los. Und dann Lubricant. Lubricant. Auch in der Chemiefabrik. So, du machst 120 pro Minute. Und du verbrauchst 180 pro Minute. Dann machen wir noch zwei von denen. Zu drei von denen. Bam, bam. Ah, sehr gut. Passt hin. So, Silikon ist unterwegs. Danke dir. So, das Methanol, das würde jetzt normalerweise einen eigenen Kanal bekommen. Aber weil das dann in die Aluminiumschmelze geht, liefern wir das einfach nur direkt rüber. Dann brauchen wir das Hydrochloride. Und das ist hier oben. Ja. Das geht jetzt auch schon in die Aluminiumschmelze. Nun, also Refactory-Bricks Bricks haben wir auf jeden Fall genug. Da ist ein VIP. Sehr gut. 5000 Stück. Das sind nämlich 500er Stacks. Könnten für ein paar Minuten reichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn wir den Server stoppen, wir den Server gar nicht stoppen. Läuft der weiter oder was? Nee, der läuft nicht weiter, der ist aus. Ich habe den auch gerade erst wieder neu hochgefahren. Aber es fühlt sich halt so an. Ja gut, ich meine, die Bricks, die sind aber schnell gecastet, also gebaut, ne? Ja. So, wie machen wir jetzt da den Greifarm am blödsten? Und ich meine, dass du halt 8 Bricks für einen Furnace brauchst, ist halt auch fair enough, dass du dann so viel, so hohe Stack-Sizes hast. Ja. So, wir produzieren das erste Lubricant. Wo brauchst du denn das Lubricant dann? Ja, eigentlich in der Mall, oder? Ja, für schon so Richtung Mall, ja. Elektromotoren und so ein Kram. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Hydrogenchlorid-Zeug zurückkriege. Das Hydrochloric Acid. Ich bin halt so froh, dass die Underground Belts so ein bisschen länger sind als Standard. Ja, als Vanilla. Bam, bam. So, den lade ich jetzt auch einfach hier lang. Also ab jetzt ist in der Raffinerie definitiv Abkürzungszeit. Werden hier ganz wilde Abkürzungen gebaut. So, damit kann das abfließen. Und jetzt fehlt das Hydrogen Chloride. Bam bam. Da müssen wir jetzt auch einen Rückstau installieren. Zu ihm hier. Der darf jetzt nur noch laufen, wenn da genügend da ist. Auxiliary Valve war das. Genau. Ach ja, so. Liebe Leute, wie lief euer Tag? Wie geht's euch? Was habt ihr so getrieben? Und seid ihr bereits vorbereitet für dieses wunderschöne Wochenende?
Macht das überhaupt Sinn? Entschuldigung, ja, dass klar, ich auf deine Frage antworte. Ja. Macht es Sinn, die Silikon zwischenzulagern? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Was meinst du mit zwischenlagern? Na, ich habe jetzt einfach nur Greifarme unten an die Kiste dran gemacht, aber ich glaube, die Kiste brauchen wir da gar nicht, oder? Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Für die Silikon-Ingots? Ja. Sollten wir jetzt nicht mehr brauchen. Wir haben die mal gebraucht, weil wir ja immer wieder von Hand was nachfüllen mussten. Ja, genau. Aber, ja, ich glaube, die können wir wegpacken. Na, dann lass sie doch wegmachen. Jo. Weil dann speichern wir nicht sinnlos irgendwelches Material, was wir eigentlich nur temporär brauchen. Ja. So, dann noch einmal hier upgraden drüber. Warte, dann kann der hier bestimmt auch weg. Verbindet ihr euch wieder? Ja, ihr verbindet euch wieder. So, dann passt das hier. Also das Polysilikat wird gemacht. Und Lubricant ist auch da. Das heißt, auch hier die Kiste. Ich wollte die Kohle jetzt stehen lassen, weil da jetzt so viel Silikon schon drin ist. Ja, aber dann nicht neu einladen lassen, oder? Nach dem Motto, wenn die leer ist, können wir die ja... Ja, genau. Machen wir das so. Jo. So. Öl. Gleitcreme. Das leite ich direkt neben dem... Nee, was ist das falsche Zeug? Das leite ich... bam, bam. Hier. Direkt neben dem Poly... Belt lang. Okay. So, das ist jetzt hier beim Zug angekommen. Bei den Lokomotiven. Ja, alles klar. Danke. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal ganz flott ihn hier runterkopieren. Dann haben wir eins, dann nochmal zwei, genau. Und den kann ich mir gleich wieder auf Vorrat produzieren. So, Sauerstoff sollte kein Problem sein und das Methan sollte auch kein Problem sein. Damit sollte das Methanol kein Problem sein. Das Hydrochloric Acid ist vielleicht ein Problem, aber im Moment sieht es nicht so aus. Genau, hier, die ist schon hoch. Irgendwas fehlt hier für die Forschung. Ich wollte jetzt gerade schon wieder den Space Exploration Move machen. Und einfach hinpingen, draufklicken und mich bedienen. Aber es ist leider nicht. Ja, hier. Die Capacitors. Denen fehlt Aluminium Sheet. Was bauen wir dann eigentlich für ein Zugsystem? Und warum fehlen dem Aluminium... Achso. Das sind Aluminiumplatten. Okay. Ja, produziert wahrscheinlich nicht schnell genug. Ich werde jetzt vor allen mal Dingen die Schmelzen upgraden. Ja, wobei wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen. Weil wir ja auch noch das Alumina brauchen für die Batterien, glaube ich. Ja, für die, oder für die Capacitors. Genau, aber für die Capacitors brauchen wir auch Aluminiumplatten, Sheets
Und an denen scheitert es halt gerade. Ja, okay. Also, einen Tod müssen wir sterben, das sehe ich auch schon. Achso, wenn wir das so craften, dauert das wieder Ewigkeiten. Warte mal. Schön einzeln. Hey, moin, Chazel. Schön, dass du da bist. Und ich sag mal, zumindest hält das Stromnetz gerade. Ich muss das jetzt ein paar Mal sagen. Irgendwann muss es gejinxt sein. Ja, da ist jetzt die Standardturbine angesprungen und es ist abends. Also wenn so richtig der Wind einbricht, springen sie an. Aber sie laufen nicht auf Dauer. Das ist schon mal ziemlich gut. Wir könnten noch überlegen, ob wir da auf Backup-Turbinen runtergehen, dass wir noch weniger verbrennen. Aber ganz ehrlich, das passt schon. Die letzten zwei Maschinen sind auch gar nicht so richtig in zum Laufen gekommen. Jetzt werden die mal aktiv. Und ich glaube, hier können wir die Greifarme upgraden. Und das sind 4:3. Was könnte das reichen? Chernobyl ist wieder russisch. Oh je. Was heißt hier wieder? Das Graphit ist gerade kein angenehm volles Bild. Graphit wird hier bald ausgehen. Oh, jetzt gibt es hier sogar einen Ingedrückstau. Cool. Ich überlege gerade, Tschernobyl war 87. Das war Sowjetzeit. Bam bam. Also, Carbon Monoxide haben wir genug. Hydrogen haben wir genug. Wir können die Anlage erweitern. Und zwar so hier. Brauchen wir das Alu-Sheet-Lager so groß? Weil das ist jetzt auf 1000 begrenzt. Also. Also haben besser brauchen. Wir brauchen Alu-Sheets halt für die Heat-Dinger. Da wird das aktuell manuell reingeschmissen. Ach, da haben wir sie noch nicht automatisiert. Ja, genau. Und dadurch ist das so eine Ecke, wo ich schon gerne ein großes Lager hätte. Wir können die Limitierung rausnehmen. Weil der hat nee, da ist halt keine Limitierung drin, deswegen habe ich gerade gefragt. Nee, umgekehrt. Da ist eine Limitierung drin, dass wenn weniger als 100 Alu-Sheets drin sind, auch keine Aluplatten exportiert werden. Dieses Kabel hier. Die könnte man rausnehmen. Ach so, ja, mein Gott, die kann man auch drin lassen. Ja. Ja, wenn wir das nächste Mal wieder Kraftwerk erweitern müssen, hätte ich schon gerne Alu-Sheets auf Reserve. Alles gut. Jo. Wenn sie halt voll sind, sind sie voll. Dann genau. Ist es ja auch gerade egal. Ja. Ich wollte jetzt eh noch eine Maschine bauen, die nochmal Sheets rausballert. Mhm. So, dann nehmen wir dich nochmal auf das innere Set. Du bist auf dem äußeren, auf dem inneren. Außen, innen, außen, innen, außen. Innen, außen, innen, außen, innen. Wie viele haben wir jetzt hier? Das sind 13. Naja, also könnte man nochmal verdoppeln. Und Chase, super schwieriges Thema. Super schwieriges Thema. So ganz grundsätzlich. Da,
ich habe das mal mitgenommen, ja, nicht mitbekommen, sondern wirklich mitgenommen. Ich war auf einer Psychostation, also psychosomatischen Klinik. Und wir hatten einen früheren Soldaten als Mitpatienten, der in Jugoslawien war. Und ich sag mal, der war mit einer posttraumatischen Belastungsstörung dort. Ob das jetzt aus dem Krieg war oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Und wir hatten uns eines Abends, so lief im Abendprogramm, der Untergang angeschaut. Und das hat ihn, ich sag mal, sehr mitgenommen. Und irgendwann kam eine auch traumatisierte Kindererzieherin rein. Und das war genau die Szene, wo sich in dem Luftschutzbunker der eine Soldat erschießt. So vollkommen random. Und ihr fiel nichts Besseres ein, als herzhaft zu lachen. Sie fand das so absurd, dass ihr zu lachen zumute war. Das war ihre Möglichkeit, ihre Strategie, damit umzugehen. Kam bei den anderen überhaupt nicht gut an, weil für die war das halt eher so ein what the fuck Moment. Und dementsprechend ist halt unheimlich schwierig. So dachte ich auch, ja, man kann jetzt damit darauf mit Humor reagieren. Aber es ist halt einfach ein schwieriges Thema. Oh, hier staut sich was zurück. Oh. Hier kommt hey, Methanball raus. Itsuna, moin moin. Hier kommt Methanball raus. Und das Methan. Warte mal, warum. Hä? Methan zu Ethylen, das ist super. Aber wir haben doch hier hinten gerade Methan gebraucht. Warum habe ich jetzt zwei Methanrohre? Das ist ja Schwachsinn. Gut, der hier kann freigelassen werden. Und dafür muss hier noch ein Rohr hin. Ich werde die Aluminiumabfallbeseitigung gleich mal verbessern. Sieht zu Nax Stahl die Krone und sagt blub blub. Werden wir auch brauchen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Aluverarbeitung mit angehangen, weil das nicht ausreicht, was hier ankommt. Mhm. Ja. Ja, und hier gibt es einen Rückstau. Blub blub. Itsuna holt sich die Krone. Viel Spaß damit. Itsuna, wie geht's dir? Wie läuft's? Ich bin gerade wieder tagsüber am nebenbei Tarkov-Streamern zuschauen. Und es kribbelt mir ja schon wieder in den Fingern. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, wie ich mich dabei über angestellt habe, denke ich so, ja, ist vielleicht ganz gut, dass ich weiter einfach eine Pause lasse. So, dann geht das hier runter. Und hier ist Ethylen. Das Ethylen. Okay, also jetzt haben wir die witzige Situation, dass wir zu viel zu viel Gase erzeugen und zu wenig Strom verbrauchen. Deswegen wir die nicht verbrennen. Aber ich will die halt jetzt auch nicht in die Ding schicken. Einfach so ins All, in die Atmosphäre. Das hat ja auch keinen Wert. Die können wir komplett neu verkabeln. So. Nino. Magst du mal ganz kurz herkommen und mich erschießen? Ich habe hier Klippe im Weg, die muss weg. Ah, du meinst, das ist die Lösung oder was? Ja, das ist die Lösung. Weil ich so gut da wegkomme. Ah, Tacke! Du kannst dich von unten erschießen. Und, okay. Da kommen eh schon Beißer. Ich kann mich einfach auch von den Beißern Dann solltest du aber lassen. Vielleicht die Maschine da, wenn es wieder wegnehmen. Ja. Weil die geht drauf. Ja. Also ich vermute, da wird mehr als nur eine Maschine drauf gehen. Gut, die Gummiflotaschenzeit, die kann ich dir ersetzen. Da habe ich noch eine da. Ich würde sagen, so bestehen Chancen.
Da kannst du dann gleich noch zurückdrücken, ja. Genau, Steuerung Z. Stimmt, das ist eine gute Idee, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann hat man sogar die Was ist das da für eine Kiste? Das ist mein Inventar, da musste ich gerade was parken. Weil mein Inventar ist voll. Und ich konnte nichts abreißen. Na, hoffentlich überlebt das. Ach, bestimmt. Oh, warte mal. Ich muss meine Repair Packs beiseite legen. Nee, ich muss meine mein Robo-Ding einfach ausschalten. Da. Phew. Nun. Okay. Da ist mehr explodiert als erwartet. Ja, der Umkreis ist doch ein bisschen größer. Aber wenigstens sind die Dinge weg. Aber die Klippe ist weg, ja. Meine Kiste ist auch weg. Ja, das habe ich vermutet. So viel dazu. Ich konnte es aber nicht sichern. Alles gut. So. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass da noch haufenweise Rohrzeug. Naja, du wirst es schon machen. Ja. Was haben wir wohl hier produziert? Irgendwas aus Ethylen und Benzen. Ah, Styren war das. Ich brauche ein paar Logik-Secrets für Repair-Packs. Aber ist jetzt wenigstens die Klippe weg? Ja, die war weg. Wenigstens ist die Klippe weg. So, Logik-Circuits haben wir nicht in Kisten. Kann ich mich nicht draus bedienen. Da vielleicht? Ah, lol. Okay. Wer sucht, der findet. Wer drauf dort verschwindet. Ach nee, das war was anderes. Das war der Minensucher. Genau, richtig. Ach, jetzt kann ich nichts mehr reinlegen. Verdammt. Oh, wir haben Solarpanels. Wir können Solarpanels bauen. Aluminiumkapide. Achso, das war das Müll von hier unten. Okay, erstmal hier ein bisschen reparieren. Schön, dass du da bist. Weißt du, Spawn, der Planet ist doch eigentlich tot. Das ist die Fähigkeit des Chats. Der Chat kann das. Ist da runter und das kann ich mir hier klauen. 2000 Bells habe ich jetzt bekommen. So viele will ich nicht. Ah, Attacke! Der Chat cheatet. Ja, genau, Izuna. Exodus, du hast recht. Der Chat cheatet und zwar genauso wie Izuna es gerade vormacht. Wir sind nicht mal mehr Wracks übrig geblieben. Ah, Attacke! Nee, weil wir die Bots noch nicht freigeschaltet haben. Nee, ich meine Wracks. Ah, Attacke! Wracks. Also hier sind, hier sind ja Wracks übrig geblieben. Aber hier unten im inneren Radius sind nicht mal die übrig geblieben. Und der Chat ist böse, absolut. So, Also ich würde vorschlagen, das nächste Mal einfach die Klippe zu überspringen. Ach, was? Sieht zwar nicht so gut aus, aber hey, bis wir Klippensprengstoff haben, sollte das gehen. Ich brauche ein paar Steine. Ah, Attacke! Ah, da wurde nochmal verlängert. So. Da sind ja diese 2500 drin, das ist zu viel. Attacke! Kommt's gleich doppelt? Attacke! So, Glas. Sekunden, das kriegen wir noch hin. Glas haben wir hier. Priority, Search Electrolyzer brauchen wir auch ein paar. 15 Sekunden, ich mache die Turrets bereit.
Bam. Was brauchen wir dann da drüben noch so? Ich meine, klar, Rohre. Oh, sie kommen alle von der Seite. Das ist mal neu. Ja. Da kommen noch welche. Kommen ja noch welche. Cyril kann sich nicht entscheiden, ob links oder rechts. Gut. Ich will ja auch, dass jede Beißerbemüster der Fluss noch einen Stromschuss an eine Ohrfeige bekommt, damit er auch gerecht bleibt. Was? Black Devil Knight, warum so aggressiv? Ich bin doch gerade eben erst gestorben. Attacke! Habe ich die nächste Runde? Attacke! Stangen, Eisen, Wires. Und jetzt wirklich Eisen, Rods. Und ich darf noch ein paar. Arti! Auch du, Brothus. Bam, bam, bam. Du machst die Ren. Attacke! Attacke! Sieht zu Nax Stahl die Krone und sagt, stirb V2. Stirb langsam, oder was? Bam, bam. Ich glaube, dass das hier so ein Rohr ist. Genau, da ist die Verbindung wieder. Hier fehlt noch was. Wir reparieren das jetzt einfach so nach und nach. Das kann wieder da rein. Hier. Das heißt, ich brauche noch ein paar lange. Dafür brauche ich Aluminium-Rods. Ah ja, und das funktioniert gerade nicht. Aluminium produzieren wir ja gerade nicht. Attacke! Bis gleich. Nochmal 30 Sekunden. Bam. Crafting Speed. So, zwei mittlere. Attacke! Und nochmal verlängert. Piu, 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 piu. Hiski, Hiski, danke dir. Bam, bam. Das geht hier hoch. Das ist so rum. Da kommt Hydrogen bei raus. Na, ich brauche ein rotes Rohr. Bitte, bitte. Kann ja nicht nur Angriffswellen haben, genau. That's the spirit. Dann geht das hier hoch. Da hinten dann hier wieder runter. Genau, die Verbindung steht. Falsch. Bis dahin. Und 6 Sekunden. Noch mal weg. Da kommen sie. Oh, coole neue. Von allen Seiten. Oben stehen noch welche, da unten sind noch welche. Jetzt sind sie wieder. Müssten alle gewesen sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es müssten alle gewesen sein. Und wenn nicht, dann werden wir die schon noch merken, keine Sorge. So, bam, bam.
Warte mal, hier diese Insulated Wire. Haben wir Insulated Wire irgendwo schon rumliegen? Nee, aber ich kann was bauen. So, was willst du bauen? Hier müsste einfach nur eine Kiste hin. Ach so, ja, stimmt. Wir haben jetzt mal 10 rausgenommen. Ich habe mich gerade verdeckt. Was? Achso, du hast mich gerade verdeckt. Lol. Wie groß bist du? Ich habe mal auf 2 Ablageplätze reduziert. Mhm. Also gestellt. Danke dir. Steht eine Kiste drüber. Perfekt. So. Na, der steht eigentlich da. Der lebt noch. Irgendwo hier müsste noch ein Strommast sein. Da. So, damit ist hier unten zumindest zum größten Teil wieder Strom vorhanden. Dann... hiermit weiter. Greifarme. So, da ist der Greifarm. Und auf der anderen Seite ist der Ausgang. Dann darf jeder zweite wieder auf die Innenseite gehen. Und die hier dürfen schneller sein. Und das sind 6 zu 4, das sollte sich ausgehen. Und dann brauche ich Steel Gears. Die sind... Wer schaut denn da rein? Da ist ein VIP. Gar nichts. Und zweitens fehlen die Rohre. Danke. Ich bin mir sicher, dass da bei vielen Stellen Rohre fehlen. Also, ja. Da hat das irgendwie nicht kopiert. Dann noch mehr Speed-Greifarme. Und schon guten Abend. So, der kriegt das Gas auch nicht weg. Das gesamte Gasrohr fehlt noch. Binden sich, ja. Das ist auch Methan. Passt. So, die hier laufen, der hier läuft. Der läuft, der läuft nicht. So, dann ist der angeschlossen. Ah, hier war der Dampf. Hier war der Combustion Chamber. Babam. Hiski. Viele Grüße in den Lurk. Danke dir für den Lurk. Combustion. Achso, kann ich jetzt nicht als Geist platzieren. Na gut. Da gibt's gleich Stahlzahnräder. Perfekt. Nee, doch, das passte. Da war hier nur die Frage, was wir verbrennen. Auf jeden Fall kommt da Sauerstoff ran. Und... ah ja, wir verbrennen das Zeug. So hier. Und da kommt dann das CO2 raus. So, hier wird noch die Säure, also die Antisäure, durchgezogen. Oh, hier hinten ist ja noch ganz viel kaputt. So, die fließt wieder durch.
Okay, Graphit haben wir auf Rückstau, super. Bam bam, komm, Bastian, du da, dahin. Und du bist Ethylen. So, damit kann hier das Cracking wieder laufen. Hier fehlt irgendwas. So, Rubber läuft wieder. Methan, Boni. Jetzt ja komplett die Rohre zerhagelt. Also hier sind ja nicht mehr Lücken. Wracks meine ich. Das ist Methan. Was hast du denn erwartet? Ja, dass ein bisschen was liegen bleibt. Oder ist das jetzt schon despawned, weil es zu lange kaputt war? Na, eigentlich nicht. Nee, Wasser muss eins weiter raus. Gut, ich sehe aber auch gerade keine Wracks mehr, ne? Ja. Gut, damit läuft der. Silicon Ingot ist da. Ah, der brauchte lange Greifarme. Und der auch. Und irgendwo hier kam Nitrogen runter. Und daneben kam Hydrogen Chlorid runter. Gut, Polykristalline, bla, produzieren. Und der Abfluss läuft auch. Gut, was auch immer jetzt hier stand. Lubricant irgendwas? Nee, Lubricant steht noch ein bisschen weiter rechts. Hier stand das Heat-Krams. Ah, Heat-Pipes. Und hier steht Sauerstoff plus Hydrogen. Nee, das ist Methan, das ist Sauerstoff. Was stand wohl da? Wasserelektrolyse stand da. Da stand Wasserelektrolyse. Okay. Search Electrolyzer. Der wollte Wasser zu Hydrogen Oxygen machen. Genau. Und hier kommt nämlich Wasser rein. So, hier. Samsfosk, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's, wie steht's? So, Shift-Q. Not enough ingredients. Bum bum, Sorge. Bum bum. Piu, 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 piu. Nochmal Eisenstangen. Uranmoni, danke dir. Eigentlich danke, wir sind trotzdem wieder erkannt. Gut, gut, uns selbst. Ja, 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 es läuft, es läuft, es läuft. Das waren Stahlstangen, die wollte ich nicht. Das sind Eisenstangen. Da. Hä? Hä? Er will Surge Electrolyzer. Hier sind doch Surge Electrolyzer. Bau die halt hin. Das sind Powerpole 2. Ach, meine Drohnen sind wieder aus. Das ist das Problem. Bam, bam. So, da sind Underground Pipes. Da muss wieder Gravel rein.
My Gravel. Genau, Space Exploration haben wir abgeschlossen. Wir haben sozusagen das. Das muss hier rein. Das Ende mit den Raumschiff genommen, haben das fertig gemacht. Und haben dann mit Nullius ein neues Projekt angefangen. Wir haben jetzt am Dienstag nochmal ein Tutorial aufgenommen für Space Exploration, das kommt die Tage auf YouTube raus. Aber ansonsten ist Space Exploration jetzt durch. So, er hat keine Ingots mehr, das ist perfekt. Dann haben wir jetzt ihn so. Der macht Wasser, du kannst weg. Methanol läuft voll. Leitcreme läuft voll. Ich glaube, hier funktioniert wieder alles. Das sieht zumindest so aus. Weil ihr kein Factorio mehr gespielt. Ja, macht das. Also der Start ist sehr witzig. Es gibt keine Beiße, außer die der Chat schickt. Und man muss, um die ersten Strommasten zu bauen, muss man Plastik herstellen. Für Plastik braucht man Ethylen. Dafür braucht man Methan, dafür braucht man Carbon Dioxide und Chlor und Wasser, also Sauerstoff und so ein Kram. Das Wasser kann man aber nicht direkt elektrolysen, das muss erst gereinigt werden, um den ersten Strommast zu bauen. So auf dem Level ist das Pack. Und dann hat man auf einmal Chlor übrig und weiß nicht, so mit dem Chlor. Und wir haben 2 Tage gebraucht, um Strom einigermaßen stabil hinzukriegen. Bin jetzt immer noch am oh ja, sehr schön. Wir hatten die Standardturbine einen halben Tag lang laufen lassen. Und da musste auch mal ganz kurz der Akku einspringen. Aber es läuft. Und wir haben jetzt im Tank immer noch vollen Dampfakku. Nur das, ich glaube Propen war das. Nee, das Benzin ist alle. Was okay ist. Solange wir von den anderen Brennstoffen genügend haben. Ach ja, es gibt keine Kohle. Das heißt, die ersten Schmelzen sind strombasiert. Auch die hier sind strombasiert. Aber es hält einen ja nicht auf. So, was ist hier los? Das 10 Platz mehr, nice. 10 Platz mehr? Neue Rüstung oder was? Chassis 2. Bisschen Rubber, Steel Blades und 4 Inserter. Nehme ich. Bam bam. Ah ja, toll. Oh, mit mehr Volumen können da auch nochmal Solarpanels mit rein. Ja, wenn man die bauen, dann, ja. Die kannst du bauen. Das sind nämlich die, die du aufs Ding platzierst. Auf den Boden stellst. Ja, das weiß ich ja. Ja, wenn man die dann bauen, meine ich. Die kannst du bauen, ja. Also... alles, was man dafür braucht, haben wir. Gut. War natürlich besonders schlau, über Nacht die Rüstung zu wechseln. Ja, same. Oh, wir kriegen keine Steel Blades. Ich habe mir gerade sehr viele genommen. Steel, was ist da das Problem? Sauerstoff. Ach, da kommt kein Eisenbahn durch. Was ist da das Problem? Ja, unser Eisen geht, glaube ich, aus. Die Eisenschmelze läuft nur zur Hälfte. Ja. Alles klar, dann muss ich mich da erstmal rumkümmern. Müssen wir erstmal irgendwie Eisen anschließen.
Der Mond reflektiert durch die Sonnenstrahlen. Genau. Bam bam. Welches schließen wir an? Gute Frage. Ich meine, hier unten sind zwei. So richtig schön mit Belt hier rüber. Und da hoch. Ja, anders geht's aktuell nicht. Naja, wir könnten schon einen Zug einrichten. Also zwei Loks haben wir ja. Haben wir zwei Loks? Ja, unten in der Mall, ganz am Ende ist eine Kiste. Die sind handgecraftet worden. Und wir können die ja handcraften. Man muss sich halt nur ganz viel Zeug ins Inventar legen, damit man nicht Ewigkeiten beschäftigt ist. Bam bam. So, ja, close enough. Da bräuchten wir dann Kanister. Okay, du baust den Zug, ich baue die Kanisterbefüllung. So. Dann brauche ich ein paar Aluminium-Sheets. Die Basiskanister. Und dann ist die Frage, Hydrogen, Methanol oder... Nee, MTN ist ja nicht. Hydrogen ist ganz normal, 5 Megajoule. Methanol ist schon 40% Acceleration, 20% Top Speed. Da kommt Benzin, Oxygen und Methanol rein. Na gut. Ja. Für Züge nicht Kohle, sondern auch Wasser reinpacken? Das ist eine... Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ich sag mal, der hier ist ein bisschen realistischer, weil ich eben nicht nur Brennstoff, sondern auch Sauerstoff reinschmeißen muss. Aber es ist halt kein Dampfzug. Ja doch, es ist ein Dampfzug in dem Sinne, aber ich muss kein Wasser reinschmeißen. Wo sind die jetzt, die Kanister? Ja, bei dem ist es Hydrogen plus Oxygen, was man reinschmeißt. Also das geht davon aus, dass wenn man die zusammenfügt, es so ein Dampf ist. Unter Druck ist. Mit Methanol und Benzin ist halt noch ein bisschen mehr. So, ich brauche mehr Aluminium-Sheets. Bam, bam. Kanister. Was aber witzig ist, dass die hier empty sind. Ah, die werden noch gar nicht gecraftet. Doch, da. Doch, sind empty. Aber hier sehen die empty anders aus als hier. Das ist das, was mich irritiert. Ich mach das ein bisschen weiter unten. Also das wären ja die ersten Gleise. Wollen wir da einfach vor zurück? Also eingleisig? Hätte ich jetzt erstmal gemacht, ja. Ja. Und Einzug, drei Waggons, Einzug. Ich hätte einen Lok, vier Waggons gemacht. Also 1, 4, 1. Du meinst es, oder 1, 2. Ja, eigentlich kann es mir relativ egal sein. Ich baue hier eine Tankstelle hin, wo dann einfach Züge reinfahren können, die ihren Treibstoff abgeben und, also ihren leeren Treibstoff abgeben und vollen Treibstoff einladen. Bam bam.
Da ist er. Ich bin gerade so glücklich. Zug bauen. So. Ich brauch mehr Bells. Nicht Bells, Pipes. Pipes, du da. So, dann brauche ich Oxygen. Wenn ich, wo kann ich mir jetzt hier drei Dinger durchziehen? Den Oxygen könnte ich mir auch da einfach runterklauen. Ja. Also ich sag mal so, wir müssen sowieso erstmal auf Single Train, Single Track gehen. Weil wir keine Signale haben, oder? Ja. Genau, die Signale fehlen mir noch. Und zwar noch ein Weilchen. Hä, wo ist denn der Sauerstoff? Da ist der Sauerstoff. Also mache ich 141. 141, gut. So, dann hatten wir das Methanol. Das ist halt jetzt ganz vorne. Ja, dann beißen die sich. Dann kriegen wir das Methanol hinter. Und das andere war irgendwie Benzen oder so. Benzen. Das kommt hier raus. Geht hier runter. Sehen. So, damit hätten wir die drei nämlich hier. Wenn wir einmal mit dem Zug unterwegs sind, können wir auch zu dem etwas entfernteren fahren, ja, und das größere anschließen. Ja. So, ich will... Warte mal. Ich komme so. Das ist die Frage, auf, wer auf wem ist. Okay, auf der Innenseite wird Sauerstoff sein. In der Mitte wird das Methanol sein. Damit tauschen die beiden. Ne, tauschen sie nicht. Okay, das Methanol wird nicht auf der Innenseite sein. So. Also, Sauerstoff auf dem. Methanol auf den. Und das Benzin muss ich jetzt mal ganz wild. So hin. Und jetzt hat er alle seine Sachen. Dann kriegt er halt noch seinen Strommasten dran.
Und in die Kiste kommt schon mal die Empty Kanister rein. Und so rum. Dann breche ich die hier nochmal fix ab. Und damit haben wir Methanolkanister. Das ist ja schick. Kann ich mir bei dir ein paar Gleise klauen? Nee, kann ich nicht. Kannst du einfach da die Gleise nehmen? Wo denn? Ach, da haben wir Gleise. Okay. Ja, das war gleich das erste, was er gebaut hat, gestern. So, und Train Stations vielleicht auch schon? Tatsächlich. Ja. Musste ich zwar ein bisschen was anpassen, weil da wurden keine gebaut, weil die irgendwelche Lautsprecher brauchen. Mhm. Aber es gibt sie. Sehr gut. Pickup Drop-Off. Pickup Drop-Off. So, nur fürs Protokoll. Das ist eine Lok. Dann kommen 4 Waggons. Und dann kommt eine Lok. Korrekt. Ja, und das ist wichtig. Das machen wir wirklich so. Zwei, drei, vier, fünf. Noch auf die Seite. Und dann muss hier verlängert werden, da verlängert werden und die fluchen wieder. Okay, das machen wir doch nochmal anders. Wenn ich die jetzt eh nicht in Reihe schalte, sondern so hinstelle, dann hätten wir den ersten so. So wäre es doch dann perfekt. Fang doch einfach rechts an. Ich habe doch zuerst rechts angefangen, dadurch kam ja diese komische Kurve zustande. Das Methanol ist der hier. Der Sauerstoff ist er. Und hier passt jetzt wieder die Kurve nicht. Außer ich drehe hier oben schon um. Und tausche den hier dahin. Und sage, das Benzin fliegt raus. Dafür fliegt der hier um eins rüber. Das ist bei den Rohren, man muss einfach nur konsequent sein. Das Versuchen zu fixen, das funktioniert doch einfach nicht. Dann haben wir jetzt hier das Methanol raus. Und schon müsste er hier wieder funktionieren. Ich brauche halt neue Eisenstangen. Bam, bam. So. Hier ist die falsche Höhe.
muss mal ganz kurz an die Tür. Ich bin gleich wieder da. Jo. Da kommt mir im aus dem Bad mein Weibchen entgegen und sieht aus wie ein Panda. Okay. Ja, sie sagt, sie hat sich einfach nur komisch abgeschminkt. Ich glaub ihr das jetzt einfach mal. Oh, ich bin doof. Ich hätte mir noch schnell was zu trinken holen können. Ich bin gleich wieder da. Oh, warte mal. Wir haben noch keine Filtergreifarme, kann das sein? Doch, wir könnten welche bauen. Das ist, ja, das ist sehr gut. Hier brauche ich Filtergreifarme. Ja, absolut, Mezzomix. Warte mal, das mal fix. Ja. Ach, der hat jetzt auf den Boden gelegt und deswegen craftet er die neu. Der dürfte eigentlich bleiben. Der hier muss filtern. Der soll bitte nämlich nur die Empty rausnehmen. Du hattest die Hintergrundmusik angepasst, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Alles wobei, klar, witzigerweise jetzt gerade ein Lied läuft, das auch auf der alten Playlist lag, also... Ja, ja, genau. So, gib mir mal hier die Hälfte bitte. Ah, das klappt so nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Doch, es funktioniert. Okay, dann bist du hier bitte Methanol tanken. Telly, servus. Methanolkanister tanken. Wie viele Slots passen hier rein? 2. Okay, das heißt, wir müssen hiervon einfach mal die Hälfte nehmen und da reinschauen. Der erste Zug wird betankt und rein theoretisch habe ich genügend Kanister reingeschmissen, dass wir ein paar Züge laufen lassen können. Ich soll einen schönen Gruß bestellen. Ist der Chat nicht gut genug oder was? Nein. Von einem Konkurrenzstreamer. Ah, ein Konkurrenzstreamer. Ah, schöne Grüße vom Mond. Nein. Ach so, jetzt hat. Ja, 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 ja. Schöne Grüße zurück. Bam, bam. Doppelview, perfekt. So, der geht bitte hier rein, genau. So, dann wärst du einladen bis voll. Ausladen bis leer, tanken bis Inaktivität. Tut. Ach, hast du schon jetzt oder was? Ich war gerade los. Es ist erstaunlich langsam.
Ist da okay? Hast du dir jetzt den Zug bei mir rausgeklaut? Nö, ich hab selber eingebaut gehabt. Ah, okay. Ja, ich bin gerade noch am Station aufbauen. So, liebe Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben hier einen Zug. Wir fahren Zug. Das ist definitiv ein Moment wert. Fährst du bitte mal hoch an die Ausgangsstation? An die Auslade? Ja. Jo, bin auf dem Weg. Dann kann ich den nämlich gleich nutzen, um hin und her zu kommen. Jo. Schnell, Leute, den Moment abholen. Da ist in wie lange? 3 Minuten weg? Genau, richtig. Stimmt, ja. Ihr müsst jetzt ja auch den Knopf drücken. Vollkommen richtig. Liebe Leute, Knopf drücken, Moment abholen. Das ist eure Gelegenheit, eine Twitch-Medaille abzugreifen. Die man nicht mal dazu nutzen kann, um bei der Waschmaschine eine kostenlose Wäsche zu kriegen. Also die Tanks, die halten ein Weilchen. Also wir sind jetzt einmal von der Tankstelle zur Ausgabe, zum Einladen zur Tankstelle. Und wir werden vielleicht einen Kanister verbraucht haben. Was bringt einem dieser Moment? Du hast jetzt so einen goldenen Moments-Badge Tier 1 vor deinem Namen. Also es ist im Endeffekt eine weitere Badge, die man sammeln kann. Die Badge, die du auf diesem Kanal sammelst, ist dann auch nur für diesen Kanal. Und wird halt dementsprechend immer groß. Hast du in beide Züge geguckt? Nee, habe ich nicht. Ja, der hat vielleicht mehr verbraucht. Stimmt, weil der jetzt ja gerade gar nicht verbraucht, weil er rückwärts fährt. Aber auf der anderen Strecke hat er was gebraucht. Aber wie dem auch sei, die 100 Dinger reichen definitiv. Aber sonst war es vollkommen richtig. Ja genau, und diese Momente, die kann man halt nicht tricksen. Also ich kann maximal 5 Momente pro Monat raushauen und muss mir die sozusagen einteilen. Und das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, komm, wir machen mal einen Momente-Stream, wo wir das einfach nur durchspammen und dann sind die Leute, die da sind, haben da die Ultra-Medaille. Was haben wir denn aktuell für Miner? Was für Miner wollen wir nehmen? Na, ich hätte jetzt... Eigentlich müsste man die größeren nehmen. Medium 2, gell? Für Medium 2 brauchen wir aber Elektromotoren. Motor 2. Achso, nee. Da brauchen wir die Gleitcreme-Motoren für. Ach, die haben wir ja auch schon. Die haben aber wir schon. Aber die haben auch so eine Mikro-Mining-Area. 5x5. Wir müssten eigentlich die Medium 2 nehmen wegen 5x5, weil der nur 3x3 groß ist, damit die auch unterm Belt abbauen. Ja, ja. Dann fahren wir nochmal zurück für Elektromotoren. Ich sag mal Elektromotoren, Motor 2. Und dafür brauchen wir auch noch Aluminium-Carbid. Ja, aber das ist das Zeug, was wir doch hier bei rausfällt. Das ist das Abfallprodukt. Genau, ist das, das müssen wir nur umleiten. Steigst du ein, dann fahre ich zurück zum... Genau, so ein Belohnungssystem für... Ja, was heißt Belohnungssystem? Es ist halt für treue Zuschauer eine Möglichkeit, noch was einzusammeln, on top. Und was ich sehr schön finde, ist, es ist etwas, was man nicht kaufen kann. Also... Es ist nicht limitiert wie VIPs. Hier können wir rausspringen. Genau. Das heißt, Rubber ist hier. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ein Halbbelt Rubber und Aluminiumkabel dahin bringen. Okay. Sorry, ich musste gerade noch bringen. Mal. Nö, alles gut. Umbauen. Ja, besser jetzt als später. Naja, genau. Und ich habe keine Tunnel dabei. Tunnel ist hier. Ja, die hast du vorhin zerstört.
Ja, ja, stimmt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich Ressourcen verschwende. Aluminium-Sheets. Schmeiß ich mal ganz kurz da rein. Ah ja, und das Ding steht ja nicht mehr. Dann nochmal Splitter. Die da. So. Ach, auf dem Kanal ist ja schon was. Also du machst schon... Ah ja. Das geht leider mit STRG Z nicht zurück. bam bam. Ich muss mal irgendwas craften. Bam bam. Ein Medium Assembler 2 zum Beispiel. Dann kann ich hier ein bisschen das Gummi wieder aufsammeln. Okay, dann haben wir ihn hier. Mein Inventar ist einfach viel zu voll. Bam bam. Polykristalline gehen dahin. Die volle Tasche würde mich dezent stören. Hast du denn jetzt schon die bessere Rüstung? Ja, ne? Ja, ja, habe ich schon. Weil wenn man hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen aufsammeln muss. Ja, deswegen war ich dann auch froh, dass sie ein bisschen mehr Platz hat. Ja. So, und die geht da raus. Ich war ja auch vorhin so schlau und habe versucht, den Rapper zu retten, ne? Von allen Sachen. Dann haben wir hier die Aluminiumkabel. Gehen da rein, die gehen da drauf. Ja, dann laufen die ja schon. Ups, da. Und was es halt nicht mehr gibt, ist Schiff C. Das hat halt auch unheimlich geholfen, sein Inventar leer zu kriegen. Fifty? Ja? Könntest du da eventuell weggehen? Wieso? Ah. Also eine Kiste stellen kann. Jo. Stahl sieht gerade wieder scheiße aus. Was heißt wieder? Ja, ich weiß. Deswegen haben wir ja angefangen. Warte mal. Genau. Braucht das Ding Steel Rods? Nee, es braucht Stahlplatten. Ja. Stahlplatten, Steel Rods und Dings. Zahnräder. Ja. Bam bam. Ich hab mal so eine kleine Prio umgestellt. Noch eine kleine Ladung Stahl kommt an. Was braucht man sonst noch so? Steel Gears, Aluminiumplatten. Das Kabide. Das Kabide lagere ich dann jetzt erstmal ein. Oder wollen wir das per Belt dahin fahren, damit wir die Miner vor Ort gescheit bauen können? Naja, wir müssten halt eine Miner-Chain bauen wahrscheinlich, oder? Ja, also genau, Small Miner 1 zu Small Miner 2. Und der Small Miner 1 zu Medium Miner 1, 1. Medium Miner 1, genau. Nee, das wird eine lange Produktionskette. Ja. Das müssen wir schon mit der Hand machen wahrscheinlich. Erstmal. Ja, mich würde jetzt nicht wundern, wenn hier irgendwo schon Miner drin rumstehen. Nee, stehen keine Miner drin rum. Doch, da stehen Miner drin rum. Hier kann man sich zumindest schon mal Miner rausnehmen. So. Und der Medium Miner braucht Small Miner und Medium Miner. Ach, du grüne Neune, okay.
Wo war das Gipsum? Das schmeiße ich hier mal wieder in die Kiste. Genauso, nee, Gravel behalte ich. Genauso wie Crushed Limestone. Das Aluminium Hydroxide, das kann hier rein. Die alte Rüstung. Die kann doch weg. Dann sieht das Ganze doch schon wieder ein Ticken besser aus. So, Aluminiumkarbide habe ich. Diese Windräder sind ziemlich nice. Ich habe da hinter dem Windrad was entdeckt und denke mir so, hä, was ist denn das? Da steht einfach ein Powerpole direkt hinter dem Ding und das siehst du gar nicht. Ja. So, Stahlbarren sind die hier. Damit kriege ich zumindest schon mal die Medium Miner zusammen. Dann brauchen wir Aluminiumplatten und E-Gears. Also da ist nichts verbraucht worden. E-Gears, ah, passt. Und Aluminiumplatten. Da drüben. Aluminiumplatten gibt es keine Kiste? Was? Da gab es mal eine Kiste. So. Na komm. Okay, komm, dann limitieren wir die nochmal. Dann klaue ich mir noch ganz kurz eine Ladung Gravel. Und mach die. So, dann fehlen mir die Small Mine. Ich habe keine Small Miner mehr. Ich habe gerade eben 100 Small Miner genommen, sind jetzt weg. Okay. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Motoren und dann müsste ich alles handcraften können. Bei mir scheitert es gerade an Zahnrädern. Stahlzahnräder? Jo. Na, jetzt habe ich aktuell 3 Miner. Also 3 Medium 2. Ja, also bist du weiter als ich. Ich pack hier mal ganz kurz eine Kiste. So, dann brechen wir die ab und die ab. Hä? Okay. Small Miner 2. Ah, ich brauche mehr Stahlplatten. Okay. Kann ich einen craften? Ich muss mal, halt mal gucken, 16. Wie wir das dann unten verteilen. Das ist da auch ein Zug. Wobei wir werden wahrscheinlich einen Zug mal verfrüht losschicken, einfach dass Eisen da ist. Ja, genau. Weißt du was? Du kümmerst dich mal um die T2-Mine. Ich baue jetzt eine Ladung Medium-1-Mine und platziere schon mal die Mine und dann können wir einfach mit einem Upgrade-Planner drüber gehen. Und ich hatte einen Auftrag, den hier, der mein Inventar ziemlich freiräumt. So, die zu vielen Rails kann ich bestimmt nicht wieder zurücklegen. Doch, kann ich. Gut. Hast du einmal die Kiste leer geräumt, oder? Kann das sein? Welche? Mit den Rails.
Ja, ich habe hier einmal leergeräumt gehabt, aus Versehen. Wohin willst du? Hoch oder runter? Ja, zum Abbau. Zum Abbau, perfekt. Ich hatte ihn bloß aus dem Abbaugebiet geholt, weil der ja da rumsteht und wartet. Ja. Könnte natürlich sein, dass wir dann mal, naja, wobei, wir haben ja genug Lager, dass es sich ausgeht, wahrscheinlich. Was meinst du mit Lager? Wegen den Tanks. Ach so, ja, ja. Ja, ja, das ohne Probleme. Kannst du noch mal hin und her fahren und dann ist der Tank leer. Oh, lol. Das sind ja bloß 25er Züge. Also 25er Kapazität. Oh, Waggons. Krass. Ja, da sind wir eventuell ein bisschen was verwöhnt von Vanilla. Lass mal ganz kurz hier in der Mitte so einen Block setzen, der passt, den wir in den Blueprint packen und den wir dann einfach nur voll laufen lassen. Ja, mach doch. So, das dann in der Blueprint. Die wird Grid, Relative und 7x7. Genau, zumindest dauert das Beladen nicht so lange. Absolut korrekt. Ja gut, ich meine, so weit runter muss ich ja gar nicht. Ausladen. Hast du jetzt schon die Zweier Powerpulse oder was? Ja, ja, genau. Okay, deswegen baut er die bei mir nicht. Mich nämlich schon gewundert. Ich habe gar nicht genügend dabei. Dann war ich jetzt wieder Aluminium Rods. Plastik. Und dann im Upgrader. Muss aus Medium 1 Medium 1 ein Medium 2 werden. So, insgesamt sind das 152. Ah, und wir brauchen noch überhaupt Strom. Bam, bam. Haben wir schon hier unten. Okay, das ist ein bisschen übertrieben für die kurze Strecke. Ein Bauxit, wo auch immer das wieder herkommt. Da rein. Das hattest du, gerade abgebaut, vermutlich. Ja, durch einen Stein. So, Sandstone kann wieder hier rein.
Ja, gibt's welche, die haben. Hier. Dafür noch Powerpulse. Jo. So. Sieht gut aus. Also, fehlt noch viel und so, aber. Bam bam. Wie viele von denen machen einen Belt voll? 15. Was? Ja, die sind gut. Und wir haben hier 150. Also. Die haben 15% Produktivität und haben Mining Speed von 1 pro Sekunde. Die Zweier. Und die Einser Mediums, die haben 0,6 pro Sekunde. Samspost stahl die Krone und sagt P. Haben wir zufälligerweise einen 8 auf 8 Balancer dabei? Samspost, viel Spaß mit der Krone. Weil dann ist ja das hier mit dem, also das über ein Belt laufen zu lassen, ja Schwachsinn. Ja. Und das sind aktuell, sind das 7 Bände. Ah ja, ich lade gerade mal runter. Ich denke, wir haben einen entsprechenden Balancer dabei. Muss mal gucken, dass wir da auch einen finden, der für der downgradable ist auf gelb. Ja. Eisenerz kannst du natürlich auch einen Zug schmeißen, ne? Ja. Den hier. Das sind 7, ne? Ja. Eigentlich. Doch, nee, das passt schon so. So. Hier, bis da. Okay. Und schon groß. Hast du keine Belts mehr, oder was? Ich habe keine Belts mehr. Mein Inventar ist voll mit anderem Scheiß. Ich kann mir Belts nicht leisten. So. Bam bam. Dann hätten wir ihn. Dann hätten wir ihn. Dann hätten wir. Ich würde das nochmal verschieben. Ich würde ihn nochmal verschieben. Okay. Und ich rechne sozusagen geradeaus, wohin. Auf eine kreative Art und Weise. Und zwar würde ich den jetzt. Bam bam. Dahin stellen. Dann geht der auch zurück.
hier noch ein paar Tunnel. Sehr gut. Ja, cool. Dann könnte ja schon fast voll werden. Ja. Ja, doch. Er ist schon über der Hälfte. Bam, bam. Wo sind Motoren? Und Stromnetzblöde ausblenden, das geht so nicht. Da. Attacke! Angriff! Hey! Attacke! Wir kriegen die Greifarme dann wenigstens auch die Dinge weg. Einschlag in 2 Sekunden, warte mal. Attacke! Ah, Jörg, das war zu spät. Das wird jetzt nochmal eine weiter. Nee, warte mal, lol. Die sind gespawnt. Und jetzt kommen trotzdem nochmal verlängert. Das ist ja ein witziger Effekt. Ja, ich soll vielleicht nicht im Zug sitzen, wenn der Einschlag nochmal kommt. So, das sind 25. Das sind jeweils 10. Wir könnten hergehen und die Kisten limitieren. Sodass der Rückstau schneller erzeugt wird für die anderen Waggons. Was eigentlich egal. Das regelt sich alles hinten raus, wenn da mal da hinten stehen sie. Ja. In dem Zug. Alles klar, da wird dann erstmal der Zug angegriffen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die da gespawnt sind, wo ich vorhin stand. Weil er sich die Position schon gespeichert hatte. Ja. Also hat das Weggehen gerade gar nichts gebracht. Okay, gut. Bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Okay, dann komme ich nochmal zurück. Oh, jetzt hat er aber Instant-Bremsung gemacht. Drin. Ja, und Fuel, jetzt ist der erste Kanister leer. Ja, da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen, denke ich. Denke ich auch. Ja, er muss ein bisschen schuften, weil er natürlich viel zu viel hinten dran hat, aber naja. Ja, ich meine, dafür haben wir den besseren Treibstoff. Also, jetzt nur mit Hydrogen wäre es halt noch schlimmer. Und rein theoretisch. Nee, ohne Signale, vergiss es. Voll. So, Steel Gears. Da. Wir haben den ersten Zug. Sieht so ordentlich aus bei uns. Sieht das nur so aus oder? Nee, das sah nur so aus. Hier vorne sah das nur so aus. Aber jetzt ist hier das Bild voll. Ja, passt. Ja, ich hab's das erste Mal reingeleitet. Die Small Miner, hier können wir doch abreißen. Dann müssen wir weniger Miner bauen. Und ja, hier da ist auch noch ein bisschen Eisenerz drunter. Das ist ja halt das, was ich meine. Ja, okay. Aber das können wir ja abbauen. Dann refactoren wir das hier sozusagen. Wir können halt einen Teil der Miner einfach upgraden. Einen Teil der Miner. Also die wir brauchen, jetzt sind sogar schon ein paar Medium.
mal ein bisschen Reste weg hier. So. Small Miner. So, nur der hier kriegt ein Medium. Okay, ist jetzt nicht die hübscheste Lösung. Ist sowieso nicht hübsch, also passt schon. Ja, denke ich auch. So. Funktion ist alles, richtig. Form follows function. Und wir kriegen die Reste los. Und jetzt habe ich nämlich doch noch einige Miner über, die jetzt in den Upgrade-Prozess geschmissen werden. Ich brauche Steel Gears und Steel Plates. Na, okay. Ist jetzt gerade ein bisschen Mangelware. Ja, warten wir einfach kurz. Ja, klar, es müssten ein paar Minuten super aussehen. Warum habe ich so viele Logic Secrets? Was ist denn da passiert? Ah, warte mal. Hast du mal auf die Kiste geklickt wahrscheinlich. Ja, ja. Aber dann mach ich mir ein paar rote Kabel draus. Ja, und schon ist das hier doch hübsch. Foundry 2 haben wir noch nicht. Und es ist sehr, sehr angenehm, dass von dem Naturspielsystem die Pollution so dermaßen egal ist. Ich würde fast hergehen und hier noch Input, ja genau, Input Prio auf die Seite setzen. Ja, genau. Langweilt sich der Zug ein bisschen, aber dann kriegen wir hier wenigstens den Rotz los. Der Zug darf sich langweilen. Solange wir Material an Bord hat, ist alles okay. Genau. Du meinst die hier? Einfach nur, damit es hier hübsch ist, dass sich hier keine Reste ansammeln. Einfach nur visuell. So, der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Lol. Hier hinten fehlen Bells. Ah, wer kommt denn da? Oh. Ah. Moin, Tindu. Einen wunderschönen. Wir haben Züge. Wir haben Zug. Einen ganzen. Einen ganzen. Und er fährt. Und er fährt schon. Also er ist produktiv. Mit Signalen oder ohne? Ohne. Ganz ohne. Also. Ja, ja. Ein Zug, ein Gleis. Ist unser System aktuell. Okay. Ja, weil ich habe ja gesehen, das Traffic Control hat man das letzte Mal schon nicht geupdatet. Ja. Geforscht gehabt, deswegen. Aber hätte ja sein können, dass ihr das noch forciert, aber wenn das nicht mehr der Fall ist, ist ja auch nicht schlimm. Nee. Also wir sind auf dem Weg dahin irgendwie, aber. Okay. Haben uns jetzt eher darum gekümmert, dass wir Eisen rankriegen. Unser Eisenzeug oben wird gegen alle. Und wir brauchen jetzt einfach ein neues. Nee, ist ja kein Thema, ja. Oder? Ja, nee, absolut. Also ist eher ein stolzes Berichten als ein Beichten. Ach so, ein stolzes Berichten. Na klar. Okay. Genau, da ist dann auch das Radar drin. Ich würde auch noch ein bisschen rumlatschen und nochmal Ressourcen suchen gehen, wenn das okay ist. Ja klar, absolut. Ansonsten mussten wir ein Belt mit Podikram hier einmal querlegen. Da müsste dann sozusagen einmal der Bus sich kurz durchtunneln. Ja, das ist kein Thema. Wir können. Habt ihr mal getestet, ob man Zug fahren kann? Mit dem Mod? Man kann drin rumsitzen, ja. Okay. Und gut. Man kann Gas geben. Ja.
Okay. Ja, nee, wäre jetzt nur die Frage, weil ja. Wenn wir nachher eh auf Züge umsteigen wollen, dann würde ich hier diese Mall-Sachen sowieso ausgliedern, glaube ich. Jo. Ja, genau, langfristig machen wir das. Auf jeden Fall. Ja, und sonst haben wir Leitcreme für den Fall, dass das irgendwas bei dir blockiert hatte. Was war das? Ein Rohr-Lubricant. Leitcreme. Da hatte ich gestern gemeint in Form von, ich will es nicht hindöseln. Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, wo es da hingedöselt ist, es aber nicht ganz so schrecklich ausschaut. Ach so, das meinst du. Jetzt komme ich hinterher, okay. Ja. Nee, also was mir jetzt noch gekommen ist, nachdem ich hier gestern Abend dann fast fertig war und mir dann hier diesen ganzen Kram nochmal angeguckt habe, also die meisten Sachen, die wir hier auf Fließband gelegt haben, das können wir uns eigentlich ersparen. Also weil wenn ich halt so gucke im Schnitt, also gerade was die Automatisierung betrifft, wenn du dich echt nur aufs Wesentliche konzentrierst, dann, ja, ich weiß nicht, also Zahnräder sind ziemlich useless gewesen, Stangen waren ziemlich useless. Mhm. Und das halt für Eisen und Stahl. Und deswegen wäre halt die Überlegung, wenn wir nochmal eine Mall bauen, dass wir dann halt vielleicht eben die Sachen direkt produzieren, die Sachen, die halt Eisen, was ich Zahnräder brauchen, dann kriegen die halt da eine Produktion hin und fertig. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Weil ich habe jetzt hier quasi links in meinem bisschen Mall, was ich gebaut habe, genauso viel Lanes gezogen wie rechts. Ja. Also eigentlich hätte ich das auch anders machen können. Ja. Naja, gut. Ja gut, ich meine, das wissen wir jetzt. Machen wir das nächste Mal anders. Und wir werden definitiv nochmal eine Mall bauen, also. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, zumal wir ja jetzt gerade eher ein bisschen blockiert sind, weil uns die Montagemaschinen fehlen. Das System ist nicht ganz gut durchdacht. Ach du, kein Problem. Strom sieht allerdings relativ gut aus. Sagte er und realisierte, dass der Akku halb leer ist. Das hast du das letzte Mal schon mal gesagt, das bringt Unglück, wenn du das sagst. Jedes Mal. Deswegen sage ich das die ganze Zeit. 5 Minuten. Nee, ich sag das jetzt schon die ganze Zeit. Wir haben heute noch keine Stromprobleme gehabt. Wenn wir jetzt Stromprobleme kriegen, dann liegt es daran, dass du online gekommen bist. Ah. So schaut's aus. Nee, aber im schlimmsten Fall könnten wir jetzt sogar Solarpanels bauen. Ah, Tacke! Also, dass wir uns dann anfangen, Gedanken darüber zu machen, wo wir gegebenenfalls anfangen zu tapezieren, oder wie? Genau. Oh, witzig. Alu ist voll. Ja. Ah, Tacke! Oh, jetzt muss man vielleicht vom Zug weggehen. Hier kommt Rot, Marc. Ihr Verschwörer. Wo sind Turrets? Das Lilane sind hier die blauen Greifer, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Weil Lilane ja eigentlich sonst immer die Selectables waren. Ja, genau. Und die Filtergreifarme sind weiß. Alle Filtergreifarme oder jetzt halt die Stufe? Keine Ahnung. Die Filterinserter 2 sind weiß. Mehr kann ich nicht sagen. So, Angriff abgewehrt. Dafür habe ich Turrets. Muhaha. Carbon Monoxide. Okay, das Graphit sieht wieder scheiße aus. Und da kommen wir jetzt langsam. Ja, in der Mall fehlt es quasi aktuell noch nicht. Ja. Beziehungsweise in der Base. Ja, gib dir mal 3 Minuten, dann fehlt dir das. Ich überlege bloß gerade, wie wir das jetzt vergrößern. Weil die Zughaltestelle halt unten drunter liegt. Zugtankstelle. Ja, wir können die nochmal umziehen. Oder wir ziehen den kompletten Block nochmal woanders hin. Aber das ist Carbon Dioxide und Hydrogen. Und Carbon Dioxide produzieren wir irgendwie auch da hinten. Durch die Verbrenner, oben durch die Verbrenner. Ich würde die einfach nochmal hier dran klatschen.
Das sind die Einser-Poles. Ich brauche mehr Poles. Wir machen die beiden nochmal. So, Rohstoffumwandler oder sowas haben wir hier nicht, ne? So wie das bei Bob, glaube ich, ist. Bei Rohstoffumwandler denke ich an Castorio mit Materie. Achso, nee, ich meine jetzt, dass du halt aus einem Erz, das du abbauen kannst, gegebenenfalls halt verschiedene Typen von Barren erstellen kannst. Achso, nee. Je nachdem, was du einstellst und was für Rezepte nimmst. Ja, genau. Angel, glaube ich, wäre das mit dem Styritit, wo Kupfer und Eisen rauskommt. Achso, genau. Angel war das nicht, Bob. Ja, genau. Nee, ist hier, glaube ich, nicht so. Das heißt, also am wichtigsten sind dann wahrscheinlich die Eisenfelder. Im Moment auf jeden Fall ja. Was ich witzig fände, wäre, wenn du Kupferfelder findest. Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Auch. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir Kupfer brauchen werden. Ja, deswegen meine ich ja, ich fände es witzig, wenn wir es jetzt noch finden würden, weil ich glaube auch nicht, dass es drin ist. Aber wenn es halt so ein Fleck mit 2000 Kupfer gäbe, ich würde lachen. Dann brauche ich ganz viele Chemiker. Dafür fehlen mir Rohre und Eisenstangen. So, Rohre haben wir doch hier. Ja, da. Dann brauche ich Filter. Haben wir hier? Und Eisenplatten. Eisen, da sind sie. Das sind echt viele Sachen. So. Also zumindest habe ich genügend Rohre. Das sieht gut aus. Samspass, was versuchst du denn zu treffen? Ah, da war gerade ein Stern. Was du auch noch machen kannst, ist dir eine neue Rüstung holen. Dann hättest du 10 Slots mehr und könntest mehr in die Rüstung reinpacken. Ah, okay. Dieses 2 haben wir erforscht. Kostet ein bisschen Rubber, ein bisschen Stahl. Haben wir denn schon Sachen, die wir ausrüsten können, außer dem Standard oder dem Startzeug? Ein paar Sachen des Startzeugs lassen sich, also jetzt nicht craften. Also Solarpanels zum Beispiel, die kannst du auf den Boden platzieren oder in die Rüstung packen. Das ist so ein Multi-Ding. Ah, okay. Geht beides. Apropos so. Solar. Ja. Ich wittere Solarfelder. Ja. So, die Medium-Tanks nochmal Steel-Sheets. Und nochmal Eisenplatten. So, da haben wir die beiden. Wo zur Hölle sind eigentlich die Chemiefabriken? Ganz alleine. Okay, nochmal Eisenplatten. Was zum Teil gar nicht wahr ist. Ich brauche eher die Sheets und die Drähte. Weg. Und dann geht das wieder hoch. Genau, dann haben die schon mal Strom. Und dann kriegt ihr hier Hydrogen.
Also aktuell ist es auch so, dass wir mehr Eisenerz gerade fördern, als dass wir überhaupt in die Kisten kriegen. Weil die Bänder so langsam sind oder irgendwas meinst du? Und weil die Dinger so ultra krass sind, was Liefern angeht. So. Okay. Hier nochmal irgendwie raus. Der muss nochmal verschoben werden. Nee, kann er nicht verschoben werden. In die Richtung kann er auch nicht verschoben werden. Verdammt. Da haben wir hier das Wasser. Dann gehen wir hier hin. Dahin. Wir haben so wieder die Verbindung. Dann produzieren die alle schon mal. Und das hier ist Saline Water, das ist das falsche Wasser. Fuck. Bam bam. Wo haben wir denn Wasser? Da haben wir Wasser. Ich würde sagen, geh es hier hin. So, puh. Die Silikon-Ingots. Wieder direkt hier rein. Das Ding gehen da rein. Na, kommen die rein. Cisco, servus. Cisco, schau mal her. Wir haben. Na, wo steht er? Wir haben den ersten Zug, der angenehme Dinge tut, nämlich Eisen von A nach B bringen. Es geht voran. Die beiden spare ich mir jetzt mal kurz. Die hier so zusammen. Und dann muss hier irgendwo das Carbon Monoxid wieder weg. Das Carbon Dioxide. Bam bam. Das Monoxid, das brauchen wir halt irgendwo da hinten. Tut tut. Ja, nie. Oh, nice. Was denn gut? Lass mich raten, der klassische Vertipper. Carbon Monoxide ist hier oben. Und hier muss wieder Gravel rein. Meine C wollte wohl nicht. Wo du gerade sagst, C, spielt einer von euch eigentlich Wordle? Ich war heute Morgen sehr irritiert. Was für ein Ding? Wordle. Das ist dieses Worträtsel. Wordle.at. So. Noch ganz schnell Nachtmodus. So, also das ist dieses Zahlenrätsel. Dieses Kinderspiel nur mit Wörtern. Und dann sagt man halt, zum Beispiel Nasen. So. Und dann sagte mir, okay, das A ist auf der richtigen Stelle, das E kommt drin vor, ist aber an der falschen Stelle, das N kommt nicht vor, das S kommt nicht vor. Mastermind, genau, wie Mastermind, nur mit Wörtern. Und dann könnte man jetzt hergehen und sagen, beim Tulpen, nee, das sind 6 Buchstaben, Tulpe könnte man machen. Beim Tulpe. Und dann würde man sozusagen andere Buchstaben ausprobieren, würde das eher auf eine andere Position ausprobieren und so weiter. Und dann
Hat man hier viel getroffen. Das E ist jetzt auf der richtigen Position. Das T, das U, das L kommt drin vor. Das P nicht. Also ein A, ein E, ein Lut. Und so rätselt man das durch. Das kann man einmal am Tag machen. Und heute war ich sehr verwirrt, denn ich mache das mit meiner Frau zum Frühstück. Und dann habe ich ein bestimmtes Wort eingegeben und war sehr irritiert, dass das tatsächlich ran kann. Samspost sagt Laute. Tada, Laute ist richtig. Ich möchte lösen. 50. Nee, 50 ist falsch. Und der Gag ist, es gibt halt dieses Rätsel täglich und es ist für alle gleich. Also, ich wusste die Lösung von heute Morgen noch, deswegen ist es gar kein Problem, aber Samspost hat das ja sogar gerufen, dementsprechend passt das. Und ich habe es nicht vorgesagt, sondern ihr seid drauf gekommen. Mohaha. Aber es ist halt so ein schönes Ritualding. Und mich würde mal interessieren, wie viele Leute das eigentlich spielen, weil es sind wohl irgendwie viele. Aber halt eher dann aus anderen Szenen, sage ich jetzt mal. Die Pietz haben das jetzt auch mal gemacht als Erweiterung für ihr. Wie heißt das? Kreuzworträtsel-Content. So, mal schauen, wie lange ich hier durchkomme. Also hat man da 6 Versuche oder was? Ja, man hat 6 Versuche und danach ist man raus. Das war's dann. Carbonmonoxid geht bis hierhin. Das heißt, hier könnten wir nochmal eins weiter. Dann gehen wir nicht hier, sondern eins weiter runter. Ah, und hier kann ich nicht zusammenführen, weil hier ein Sauerstoff ist. Deswegen habe ich normalerweise immer 2 Abstand. Dann müssen wir es da hinsetzen. So, dann kommt das Carbon Monoxide rüber und sollte jetzt wieder richtig viel einsetzen. Ich kann das bis eben gar nicht. Das sind Mobile Games auch gar nicht. Das gibt es auch als Mobile App. Ich habe das jetzt halt als Webseite verwendet. Und wir machen es tatsächlich am Handy. Aber einfach nur, weil es zum Frühstück halt super praktisch ist. So, das Carbondioxid ist jetzt alle. Das heißt, da kommt dann jetzt gleich nochmal eine Destillatanlage. Mit Kompression. Wer schaut denn da erst rein? Guten Abend. Da ist ein VIP. So, und zwar hier brauchen wir dann mehr Carbondioxid. Was? Eine Top-Up-Valve? Ah ja, genau. Das war die Top-Up-Valve, damit der Verbrenner von da unten gut läuft. Dann kommt der Block nochmal da hinten hin. Oh, das Eisen da unten müssen wir noch verkartografieren. Hab ich doch schon. Hast du schon? Ah, doch, du hast es schon. Ja, passt. Das vierte SE. Aber ist mir vorhin auch eingefallen. Ja. Aktueller Haltbarkeit 917 Stunden. 940. Also es springt halt jetzt schnell hin und her, weil... Halte ich für eine Lüge, aber naja, schauen wir mal. Das hier geklappt? Ja, da klappt das.
könnten wir hier auch gleich das Nitrogen kompressen und verwenden. War das nicht die neue Energiequelle? Dieses Compressed Nitrogen, da irgendwas war da, ja. Wir brauchten das für die Gasquelle. Diese Vulkanitquelle. So, was ist denn das? Distillery. Da brauche ich Eisenstangen. Das waren Stahlstangen, verdammt. Eisenstangen. Passt. Und dann brauchen wir die Airfilter. Brauchen wir Filter für. Und jetzt gehen mir auch die Rohre aus. Gehen wir nochmal so welche in Auftrag. Und klau mir hier nochmal welche raus. Ja, hier ist der Ausgang, der kann weg. Ja, Strom wird sich eh nochmal ändern. Also solange das ein zweier Abstand bleibt, dürfte kein Gebäude ohne Strom sein. Geht es dem Graphit? Sieht auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück besser aus. Ja. Geht gerade wieder hoch. Und dieser Spike, da würde mich mal interessieren, ob der Spike zufälligerweise mit der Stromproduktion von den Standardturbinen. Könnte sein. Wenn die Standardturbinen laufen, kriegen wir nämlich mehr CO2, weil die ja was verbrennen. Links habe ich ein Rohr über. Ja. Böser Strommast. Alter, Ecken hat geklappt. Aber an der nicht. Sehr gespannt, ob das ausreicht. Da habe ich noch über. Ah, genau eine. Aber wenn das 10 sind, brauche ich 60 Airfilter. Nee, 3 pro Stück. 30. 26. Okay, die anderen sehe ich nicht. Okay, dann habe ich genügend Airfilter im Auftrag. Sehr gut. Dann könnte man trotzdem schon mal hier den Anschluss setzen. Nee. So, 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 so. Dann sind die beiden angeschlossen. Du fliegst raus, du fliegst raus, du fliegst raus, du fliegst raus. Genau, und das Nitrogen muss irgendwie. Bam bam, Nitrogen. Wofür brauchen wir das nochmal? Für die Stirling Engines brauchten wir die. Zum Bauen der Stirling Engines. Die Hitze braucht direkt. Das Compressed Nitrogen. Ja, genau.
Und das sieht aber auch aus wie ein Rezept, wo wir einen Medium Assembler 1 brauchen. Den können wir schon bauen. Okay, das muss ja passen. Der braucht halt Small Chest 2, also er braucht Stahlkisten. Jo. Okay, und das Compressed Nitrogen, das können wir im Priority Compressor oder im Surge Compressor bauen. Okay, dann kommt jetzt hier mal ein Surge Compressor hin. Dafür brauche ich mehr Rohre, die baue ich schon. Eisenplatten und Rubber. Bam, bam. Ich kann mir vorstellen, dass wir von dem Rubber ein bisschen mehr brauchen werden. Weil von Styren haben wir eigentlich genug und von den Butadinen haben wir eigentlich genug. Das einzige Problem ist, es fehlen wieder die Pipes. Wenn ich jetzt das abbreche, dann habe ich halt... Nee, warte mal, das müsste eigentlich gehen. Dann dürfte mein Inventar nicht überlaufen. Airfilter, 32 Stück. Brauchten ja eh 3. Ja, brauchten eh nur 30. Stehen da unten schon welche? Nein. Cool. Dann brauche ich eins, zwei, Flotation Cells. Flotation Cells. Eisenplatten. Eins, zwei, drei. So, dann Search. Compressor. Und dann Stirling ist... Ja, müssen wir im Ding herstellen. So, dann gehen wir erstmal runter. Jetzt haben wir ja schließlich auch die Rohre. Und offensichtlich reicht der Strom noch nicht. Rechts habe ich nochmal 13 Millionen Eisen gefunden. Oh, ist nice. Lecker. So, dann haben wir mehr Rubber. Ah, ich bin festgebaut. Das geht sich doch nicht auf. Doch, es fehlen genau 3 Stück. Gut. So, Carbon Monoxide sollte ohne Probleme jetzt laufen. Dann müssen wir hier nochmal einen Weichen craften. Ganz kurz, du machst 1800. Ihr 4 verbraucht keine 1800, ihr 4 verbraucht 240 und du machst 270. Also 4 Stück sind ohne Probleme möglich. Zumindest von den direkten Vorprodukten.
die hier oben sind fast alle. Bam bam, Sterling. So, das Ding macht Hitze zu Electricity. Braucht 1 Megawatt Hitze, um 800 Kilowatt herzustellen. Und dann hatten wir dieses Geothermie-Ding. Da brauchen wir Extraktoren für. Und der macht 10 Megawatt Heat. Also 8 Megawatt Leistung. Jetzt mit dem Stirling. Also brauchen wir Heatpipes. Und das Heatpipe-Ding, das habe ich ja letztens kaputt gemacht. Das stellen wir also wieder neu hin. Das stand hier, bin ich sicher. Bam bam. Dann kriegst du nämlich hier dein Wasser wieder. Dann kriegst du Pipes. Da fehlen Stahlplatten und Stahlträger. Und dann brauche ich wieder ein paar Kisten. So, dann machst du wieder Pipes. Ah, du machst nicht die Pipes. Du machst die Pipes. Bam, bam. Ich brech die hier nochmal fix ab. Dann kriegt der Stahl rein. Hier kriegt Aluminium rein. Und hier haben wir den Zwischenlager. Das Zwischenlager. Ach lol. Rein, rein, raus, rein. Und raus. Dann kommen hier Steel Rods rein. Die werden hier reingelegt, die werden so rübergelegt. Hier kommen die Aluminium-Sheets rein. Und du legst die bitte dahin. Dann brauche ich nochmal Steel Rods. Sehr gut. Dann haben wir Heatpipes erstmal auf Vorrat. Rein theoretisch können wir noch fix die hier nehmen. Hier rein schmeißen. Dann kommen erstmal hier einige Heatpipes raus. Den einen Surge Compressor, den haben wir hier. Du nimmst dir bitte das zusammen. So, das ist. Das kann sogar genau so in Dinge reinkommen. Gerade mal ein Zug schon Heatpipes bauen. Wir haben sogar schon viel, viel länger Heatpipes als das. Denn die Solarkraft, die. Ich sag jetzt mal die T0 Solarkraft, funktioniert wie ein Atomkraftwerk. Du baust das Ding hin, tagsüber erhitzt es sich. Du leitest die Hitze ab in einen Heat Exchanger. Und hier sind die.
Und erhitzt damit Wasser zu Dampf und Dampf ist Energie. Genau. Und dabei kommt auch Dreckwasser raus, also richtig schön mit Abflusswasser. Aber wenigstens hat das Modpack so ein Feature, dass das hier ein Heat Exchanger ist und das hier ist ein gespiegelter Heat Exchanger, sodass die sich einen Anschluss teilen können. Sonst müsste man ultra hässlich bauen. Und die Solarpanels, die wir hier rumstehen, das sind unsere Startkapital-Solarpanels. Die wir als Early Game. Aktuell sind wir an der Stromgrenze, ne? Weil mal wieder der Wind nicht bläst. Ja. Ja, ist richtig. Wollen wir jetzt mal schauen, wie lange. Ja, der Dampf ist jetzt alle. Das heißt, jetzt sind wir auf Treibstoffreserve. Jetzt müsste man dann auch. Na, Wind kommt rechtzeitig wieder. Jetzt müssten wir Dampf langsam wieder aufbauen. Ja, bauen wir wieder auf. Und die Dinger haben sogar einen Nachbarbonus. So, hier ist jetzt das Compressed Nitrogen. Das ist eigentlich schon ein nettes Spielzeug. Ja. Also die Mod hat echt viele coole Mechaniken drin. Also das Early Game war spannend und nicht irgendwie grindy langweilig. Die ersten Minuten, wo wir nicht genügend Strommasten hatten, weil wir keine Strommasten bauen konnten, die waren nervig. Okay. Bam bam, Stirling. Nicht Standardturbine. Nochmal bitte. Nun. Deswegen ist Alu voll. Bam bam, Stirling. Dierling, ganz kurz, ich bin gleich da. Ah, oh. Aha. Wie ist denn das passiert? Weil du auf der anderen Seite ausgepackt hast. Ah. Oh. Ich habe jetzt hier oben so eine Grenzung drin, ja. Aber irgendjemand müsste mal vorbeigehen und mal das Bett leer machen. Ja, mache ich. Mache ich. Habe ich ja schließlich selber verbockt. Bring mal einen Eimer Strom, genau. Tatsächlich gibt es das auch. Es gibt irgendwie Batteries, die geladen sein können und wenn sie entladen sind, sind sie dann halt entladene Batterien. Die musst du wieder neu aufladen. Also es ist nicht weit hergeholt mit bring mal einen Eimer Strom. Ja. Aber deswegen ist kein Aluminiumrückstau, oder? Ja, doch schon, weil die Sheets nicht abtransportiert werden. Ah, doch, ja. Weil die Batterien voll sind. Ja, nee, passt. So, jetzt habe ich ganz viel Gummi. Die schmeiße ich da hinten wieder einfach in die Kiste. Oder nicht Batterien, Capacitors. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Mei. Wir wissen auch, was gemeint ist. Ja. Drückt nur mal die Daumen, dass das jetzt nicht gleich explodiert. Bam bam. Schornstein. Wie hieß Schornstein nochmal auf Englisch? Flair war es nicht. Chimney? Chimney, danke. So, dann haben wir hier. Kann das passieren, dass das explodiert? Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag mal so: Die Atmosphäre hat einen gewissen Druck. Und ich werde jetzt. Eine Flüssigkeit, die im Status super kritisch ist, super critical, nehmen und in den Chimney werfen. Nun. Es funktioniert, es explodiert nicht. Okay. So, dann brauchen wir nochmal Surge-Kompressor. So ein bisschen Knallgas gebaut. Jawohl. Richtig. Ein bisschen pöffen.
Wobei mich noch interessieren würde, ob es irgendwo diese, also wie diese Turbine heißt, in die man das Gas schmeißen kann, um Strom zu erzeugen. Irgendeine Turbine muss es da geben. Ist das die Stirling Engine oder nicht? Nee, da kommt ja Hitze rein. Die macht da pur kommt Hitze. Da kommt nur Hitze rein, Energie raus. Super, super billig. Das Komprimierte brauche ich nur einmal zum Craften von dem Gebäude. Ah. Und tatsächlich. Generates electricity from pressurized gas, such as steam. Also die sagen nicht nur steam. Warte mal. Nee, bei der Stirling Engine converts heat to 80% efficiency. Ich bin gerade bei der Standardturbine. Das funktioniert nicht. Ja, es steht such as steam. Ah doch, jetzt. Das funktioniert. Die lief nur nicht, weil das am Stromnetz hing. Und jetzt nehme ich ihn hier weg. Dann hat er nämlich 1 Megawatt. Die hier läuft jetzt komplett durch. Und rein theoretisch könnte jetzt halt noch eine zweite dahinter. Wir können das Compressed Nitrogen auch einfach direkt ins Ding geben. In die Turbine geben. Das ist ja witzig. Und das kostet halt 1 Megawatt. Und wenn das den zweiten hier versorgt, und es sieht alles danach aus, als würde er das hinkriegen, dann erzeugt das Strom. Aber dann können wir ja alles kompressen und da reinwerfen dann, oder? So rein theoretisch. Ja. Ja. Nur die Frage, ob der jetzt hier stabil bleibt oder irgendwann leer läuft. Nee, der läuft leer. Wir verbrauchen 32 pro Sekunde. Und wir produzieren. Warte mal. Wir verbrauchen 62 pro Sekunde. Und wir produzieren 52 pro Sekunde. Also das ist ein Negativgeschäft. Das Zusammenpressen. Ja, mit der Stirling Engine kannst du ja hergehen und kannst das direkt an Heat anschließen. Genau. Ohne, dass du was verdampfen musst. Richtig. Aber das ist ja wieder ein komplett anderes Ding. Also das. Ja, aber dadurch hast du halt den Vorteil, dass er ja dann Strom aus direkt Hitze erzeugt. Ja, yeah, genau. Was ich meine ist, das ist eine komplett andere Baustelle gerade. Weil ich bin gerade dabei, Nitrogen einfach nur zusammenzupressen und zu Strom zu erzeugen. Also du hast ja sozusagen gerade das Thema gewechselt. Und da stimme ich dir folgend ganz zu. Die Stirling Engine ist ziemlich cool, weil wir direkt aus Hitze Energie erzeugen und den Dampf skippen. Dann brauchen wir die Standardturbinen. Haben wir Standard? Warte mal, Backup-Turbinen haben wir doch hier hinten. Die klaue ich mir jetzt mal. Standard-Turbinen. Und dann brauche ich Insulated Wire. Das haben wir doch auch irgendwo da. Ja. Oh, Standard-Turbine 2. Fuck. Also brauche ich noch einen Motor. Warte mal. Ich hab uns mal noch Lokomotiven gehandcraftet. Super. Standardturbinen 2. Was ist das hier? 500 Heatpipes. Das ist ein bisschen viel. Greifarm. Da. Standardturbine 2. Da unten. Brauche ich jetzt Motoren.
Die haben wir ja hier. Und Capacitors. Keine Greifarme? Doch, ich habe Greifarme, nur bessere. Ha! Und ich kann ja jetzt erstmal die hier raus. Ja gut, das sind 14 Stück, sind ja langweilig. So, damit bauen wir den ersten Stirling Engine. Ja, yes, zwei sogar. Zwei bei raus? Kommt zwei bei raus. Okay, und ich brauche 10 Stück für das erste Geothermie-Ding. Mehr Gummi. Bam bam. Ganz kurz, da brauche ich jetzt gerade ganz viele Eisenrollen. Die ich ja auch einfach hier nehmen kann. So. Bam bam. Aluminium Sheets. Da haben wir dann nochmal 5. Ja, es geht in die richtige Richtung. Ich bräuchte mal irgendwie 500 XP. Wollen wir noch die Mod Quality of Life Research reinpacken? Ah, Attacke! Ich will Crafting Speed erforschen. Attacke! Attacke! Ich sag mal schon mal danke für die XP, die da kommt. Was halt auch super funktionieren müsste, ist dieses Compressed Nitrogen als Energiespeicher zu nutzen. Statt es einfach wegzuschmeißen, meinst du? Nee, mit Solarenergie es kompressen. Und nachts, wenn die Solarenergie weg ist, hergehen und es expanden. Wenn das Sinn macht. Ja, das war viel zu viel. Der wieder craften. Oh. Lass dir bitte die Fabrik in Ruhe. Danke. Oh, da knabbert noch was. Die ganzen Valves, haben wir die schon zufälligerweise in der Amall? Nicht, oder? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Gut. Ich brauche gerade ein Gebäude, das irgendwie aus allen Valves besteht. Das ist, schwierig. Aber Pumpen vielleicht? Nee, auch nicht. Der verbraucht 208 pro Sekunde. Und einer von denen macht halt schon. Ja, okay. Hier.
Muss noch echt viel gewendet werden. Voilà. Und die Standardturbinen. Die. Mach mal deine Bots an, bitte. Die sind an. Ich hab kein Repair-Pack mehr. Ich bin schon am Craften, aber es dauert ein Weilchen. Ich hab dir da gerade ein Repair-Pack zugesteckt. Oder? Ah, ne, es liegt auf dem Boden. Ah, Attacke! Danke dir. So, hier kommen noch welche rein. Nochmal drei, das ist auch okay, weil die brauchen nur eins. Dann haben wir die Standard 2. Und die Standard-Dinge sind effizienter. Und kriegen mehr Output. Oh, Einschlag 5 Sekunden, ich sollte mal ein paar Schritte beiseite gehen. Sehr gut. Haben wir eigentlich Evolution? Ah ja, okay, Evolution stark, so langsam aber stetig. Aber nur über Zeit. So, wenn wir dann 7 haben, brauchen wir 14 von den anderen. Ich habe 9 in Auftrag, also brauche ich nochmal 5. Also nochmal Capacitors und Pipes. 1000 Pipes eingesammelt. Das ist ein bisschen viel. Nur 6 Pipes, das ist ein bisschen wenig. Und die Capacitors sind da. Bam, bam. Das waren nochmal 4. Und nochmal 6. Okay, und dann brauche ich noch so ein Geothermie-Ding. Also nochmal Heatpipes. Okay. Extraktor brauche ich Wells, da brauche ich Motoren und neue Pipes. Wir machen mal kurz den hier. Also Motorproduktion ist so ein bisschen langsam. Ja, das wird's halt an Stahl. Ich glaube, wir können hier nochmal verlängern. Hab ich schon. Ich glaube, wir können da nochmal verlängern. Ja, dann kommen da Felsen. Naja, kann man umbiegen, ist ja jetzt nicht das Thema. Ja. Oder wir haben hier Metalworking 2. Dann hätten wir die bessere Foundry. Und die sieht so aus, als könnten wir die craften. Die roten Bells. Ja, die brauchen halt Lubricant. Aber können wir bauen. Braucht halt eine Menge Stahl. Weil, was sagt das Stromnetz? Ja, sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Hier kommt ein Zug an. Der hat jeweils wieder je einen Kanister leer. Der darf los. So, damit hätten wir die 10 Stirling Engines. Für das Geothermie. Aber wir probieren die erstmal aus. Bei der Solargeschichte.
Und da drüben habe ich sie doch. Muss sie nur finden. Ja. Ah, toll. Hier habe ich nur den kleinen. Ich würde mich interessieren, wie viel Energie, also wie viel Hitze die brauchen. Wir hängen das erstmal an das Solarkraftwerk. Weil wenn wir nicht beim Solarkraftwerk das Seawater nicht mehr brauchen, ist das ja auch schon mal eine Verbesserung. Kannst du einfach mal hinten dran stellen. Wir haben da auch einen hinten Ausgang. Ja. Ja, der liegt kein Strom. Okay, Strom ist gerade eh schwach. So, der macht einen Power-Output von 549 Kilowatt. Und saugt jetzt die halt richtig leer. Steigt aber noch, ne? Ja, ich glaube, es wird gerade Tag. Kann das sein? Ja, es wird gerade Tag. Und der müsste auf 800 Kilowatt kommen. Also je heißer, desto höher. Ja, genau. Und zwar je heißer bis zu welcher Temperatur, das ist die Frage. Und der braucht 1 Megawatt. Also ohne Bonus 8 Stück, 6 Stück, 7 Stück, so im Dreh rum. Und ich sag mal, der läuft jetzt halt auf 90%. Von dem, was er kann. 92%. Witzig finde ich, dass er sagt, no power. Ja. Ist halt ein gemoddertes Kraftwerk. Ja. Jetzt geht es sowieso wahrscheinlich gleich wieder runter, weil es nicht gebraucht wird, oder? Naja, ja, sobald der Akku voll wird. Also erst, wenn der Akku voll ist. Ja, jetzt geht auch der Wind wieder runter. Ja, noch passt's. Langsam im Plus. Wie weit will der Wind noch runtergehen? Weil wir haben jetzt halt einen halben Tag bereits Windflaute. Wie viel macht denn so eine Windturbine? Das hängt davon ab, wie windig es ist. Im Schnitt 600 Kilowatt. Maximal 1,5 Megawatt. Oder halt wie jetzt 300 Kilowatt. Okay. Ah, okay, gut. Die können chainen. Verlieren dabei halt natürlich Leistung. So, Windturbine, jetzt geht's aber wieder los. Aber fürs Protokoll, halben Tag kein Wind, das Kraftwerk läuft. Er hat maximal einen kleinen Ausfall morgens. Aber ist keinem aufgefallen. So, was sagt der Füllstand? Wir haben ein bisschen Ethylen. Wir könnten die Ethylenverbrennung nochmal doppeln. So, die erste läuft jetzt auf 800. Und die zweite läuft jetzt... Okay,
Aber wir waren vorher auf derselben Temperatur. Also entweder hat es nur so lange gedauert, bis die warm gelaufen ist. Aber es scheint halt nicht damit zu tun zu haben, wie warm sie ist. Außer halt wirklich so lange gedauert, bis sie warm geworden ist. Ja, und jetzt verlieren wir die Leistung, weil es nachts wird. Okay. Bam, bam. So, Geothermie braucht Extraktoren, braucht Wells, braucht alles mögliche. Pump. Braucht Pump 1, braucht Eisenstangen. Ja, dann schmeiß ich den Sandstone Fix hier rein. Schmeiß die Capacitors nochmal da rein. Hola. Bam bam. Ich glaube, jetzt weiß ich, was los ist, was die Musik angeht. Ich glaube, die Playlist, die ich hinzugefügt habe, ist durch. Und deswegen gibt es jetzt nur noch wieder die alte Playlist. Okay, dann brauche ich ein paar Motoren wieder. Ja. Bam, bam, bam. Stonebricks und Eisenplatten. Das war vielleicht wieder Eisensheets. Eins, zwei, drei. Oh, ich brauche 9 von denen. Wieder da. Okay, Bibi. Danke. Wie viele Pumpen brauchst du? Achso. Dann kommt das Gummi wieder da rein. Nein, kommt's nicht. Dann kommt das Gummi eben. Kommt das Gummi rein? Da rein. Dann sind die Pumpen wieder weg. Danke, Sindhu. Das war nämlich auch mein Gedanke, Solarpanel bauen. Ach so, ja, ich habe gedacht, vielleicht hilft das mehr als Wind. Auch wenn man einfach mehr braucht. Definitiv bringt das mehr als Wind. Bam, bam. So, damit sollten wir genügend Wells haben. Das sind 2, 3, 6, ja, ein Welt zu viel. Der erste Extraktor kann gebaut werden. Der zweite Extraktor kann gebaut werden. Bam, bam. Der dritte kann gebaut werden. Und damit müsste jetzt der Geo. Der braucht noch Aluminiumplatten. Aluminiumplatten. Da. Sehr geil. Ah, toll. Bam, bam. So.
Okay, und das Ding wird dann auf einen auf so einen Vent gelegt, da oben hin. Gut, das ist jetzt ein bisschen Marschweg da hoch. Belzen sind geduldig, ne? Ja, aber ich muss da zu Fuß hin. Das ist mein Problem. Können auch langsam mal irgendwie sich ein Auto bauen. Weiß noch nicht, wie das Ding heißt. Car. Das ist beim Personal-Zeug, beim Equipment drin. Ah, da. Braucht eine Lokomotive. Ein bisschen Luft. Ja klar, für die Reifen. Die Lokomotive für die Reifen? Klingt gut. Nee, die Luft für die Reifen. Geothermalplant. Mal schauen, ob die wächst und gedeiht. So, da kommt Hitze raus. Die wärmt sich aus. Bam, bam. So, das sind 6. 4, 6. 8. 10. Okay, angeblich. Hey, schön, dass du da bist. Produziert das hier 8 Megawatt. Fancy, guten Abend. Und verbraucht keine Energie. Was macht denn diese Schaltung hier, außer dass das Zeug nicht durchgeht? Dafür sorgen, dass da Zeug nicht durchgeht. Die kann weg. Die tut's effektiv. Ja, genau. Die Kiste war früher mal ungeblockt. Und dann hat die dafür gesorgt, dass immer mindestens 100 drinnen liegen bleiben. Dass wenn also, da keine 100 drin sind, dass da eine Prio drauf ist, aber die ist inzwischen kaputt. Die kann so weg. Es läuft super. Wir haben super Strom. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es immer wieder. Stromnetz ist einigermaßen stabil. Und das, obwohl wir endlich sogar Züge rumfahren haben, also einen Zug rumfahren haben. Die meiste Zeit steht er hier rum und wartet darauf, dass er entladen wird. Aber der wird mit Methanol angetrieben. Und wir kriegen noch mehr Strom durch Solarkraft. Also auch da geht's vorwärts. Wir haben jetzt eine Geothermalanlage. Also es geht richtig vorwärts. Einziger Nachteil ist, dass die halt ein bisschen komisch geformt ist. Wir kriegen die dann hier nochmal hin. Hoffe ich. Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir nochmal hin. Und ja, hier werden die gebaut. Ich glaube, die will ich nochmal hinsetzen. Dann hätten wir 16 Megawatt stabil. Aus dem Nichts. Von den Stirling Engines. Ja, das ist der falsche. Doch, Stirling Engine. Waren sogar bei 8 Megawatt mal oben. Und gerade verbrauchen wir einfach noch nicht genügend. Und damit haben wir halt wirklich effektiv. Ich meine, okay, Windkraft ist auch Energie aus dem Nichts. Solar ist auch Energie aus dem Nichts, konnten aber bis jetzt noch nicht skalieren. Windkraftwerk ist halt immer sehr random. Solar ist auch tags und nachts ein Problem. Also ein Unterschied einfach. Und wir haben. Hier das Solarding, das macht ja auch aus dem Nichts. Da musst du aber Wasser hinbringen.
und Schmutzwasser rausziehen und das Ganze rohren und piping und so weiter. Also würde ich jetzt nicht als aus dem Nichts und auch nicht als stabil bezeichnen. Aber mit dem Geothermie-Ding haben wir jetzt stabile Energie aus dem Nichts. Also, das finde ich geil. Das taugt was. Und Fancy, wie läuft's bei dir? Wie war dein Donnerstag? Freust du dich aufs Wochenende? Du kriegst nochmal die Standardturbinen. Und dann machen wir nochmal das Spiel mit den Bells. Noch 2 Tage. Ah, stimmt, du musst ja Samstag ran. Ja, meine Frau ja auch. Und die drückt sich damit eventuell um den. Wie heißt es? Um den Familienbesuch. Hat sie auch mal Glück gehabt. Mehr Filter. Da, der Zug fährt. Er fährt. Dann mehr Untergrund. Da. So, nochmal 2. Dann fehlen wieder die normalen Motoren. Nicht die Motoren. Die neuen Motoren. Oh, sehr schön. Also wir waren jetzt bei 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn die fertig sind, können wir davon 3 bauen. Oder wir brechen die anderen einfach ab und geben die in Auftrag. Ist nur chaotisch momentan. Was macht's denn chaotisch? Wissen die Leute nicht, was sie machen wollen? Links, rechts, geradeaus. Das Bauxit, das kann mal wieder weggeschmissen werden. Nicht in die Sandverarbeitung, sondern in die Aluminiumverarbeitung. Damit könnten wir jetzt auch den Surge Electrolyzer upgraden auf T2. Aber das hätten wir schon weichen machen können. Hä? Wo braucht der denn die Motoren? In der Small Pump doch. Oder was? Small Pump? Lol, es gibt eine. Es gibt eine kleine Pumpe. Die nur ein Feld groß ist. Okay, witzig. Chef zu koordinieren. Und überall Ansprecher gefragt sein, das kann schon mal chaotisch werden. Ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich. Warum hat denn jetzt die Mucke aufgehört? Was ist denn da kaputt? Ist da tatsächlich die Playlist durch? Ist sogar ein Repeat drin oder was? Ja, eigentlich schon. Aber ich finde das ganz okay, wenn die zu Ende ist, dann hat man im Zweifel die Gelegenheit, eine neue Playlist reinzuschmeißen. Playlist importieren. Ah nee, das ist wieder so ein YouTube-Video, wo einfach eine halbe Stunde Stille danach dran ist. Okay, und die ich jetzt. Okay, da müssen wir jetzt einmal runter scrollen. Ah nee, das passt so. Dann haben wir irgendwann random die neue Mucke. Passt. So, da haben wir wieder die 10 Stück. Wir bräuchten nochmal 5 Surge Compressor, wenn wir nochmal einbauen wollen. Wollen wir aber gar nicht. Geo. Was fehlt? Die Heatpipes. Die nehmen wir einfach hier raus. Falsch. Geo. Geothermalplantage. Passt. Dann wieder ein Auto bauen. Was ist er? Er ist das hier. So, Iron Wire, Locomotive, Lamp. Bam, bam.
Braucht dafür nur eins. Ich mache das so. Dann Lampen. Bam, bam. Wo sind die Lampen hin? Ah, alle da drin. Da brauchen wir nur zwei. Wo ich lasse mal die mal alle drin. Und dann Iron Wires. Wäre es da. Und als Treibstoff nimmt der hier solche Kanister. Gut. Also. Geo. Will ich noch einbauen. Stirling Engines passt. Ja, jetzt muss ich nur einmal hier durchkommen. Ohne irgendwie alles kaputt zu fahren. Passe ich da durch? Nein, da passe ich niemals durch. Na gut, dann müssen wir außen rumfahren. So, da klingelt wieder eine Katze. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da.
Er schaut da. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Da ist ein VIP. Danke, dass ihr mich nicht umgebracht habt und nicht getötet habt. Und ja, eine Nachbarin hat gerade bei mir geklingelt. Der ist die Tür zugefallen und da musste ich mal ganz kurz helfen. Wir haben jetzt gerade eine EC-Karte geschrottet. Eine alte EC-Karte geschrottet beim Versuch, den selber aufzumachen. Mit YouTube, mit YouTube-Tutorial und allem drum und dran. Und haben jetzt den Schlüsseldienst gerufen. Und der ist auf dem Weg. Das heißt, in einer halben Stunde bin ich nochmal ganz kurz weg, um der Nachbarin zu helfen. Ja, in einer halben Stunde ist doch hoffentlich schon lang Schluss, oder? Ja, stimmt. Ach, es ist ja schon 22 Uhr. Es ist ja schon Zeit. Ja klar, dann... Dann würde ich sagen... Fahre ich jetzt nochmal fix hoch, baue einmal den Ding. Magst du mitfahren, Nino, weil du gerade so an mir vorbei bist? Nö, alles gut. Gut. Bauen wir noch einmal das Geothermie-Ding fertig, nehmen das TikTok auf und dann sag ich Ciao. Ah, damit geht das natürlich besser, ja? Womit geht das besser? Na, weil du da halt die Energie direkt aus der Erde ziehst. Ja, yeah, genau. Das ist halt super, super simpel, super billig, super klein. Einziges Problem ist, was man halt vielleicht optimieren muss, ist, die hier können wir jetzt halt so nicht nutzen und die hier auch nicht. Aber, yeah. So what? Man könnte jetzt natürlich nachher gehen und haufenweise Rohre, also Heatpipes hinlegen, ne? Ja. Wobei ich dann auch nicht weiß, ob wir dann überhaupt noch auf die Leistung, müssten wir eigentlich schon noch auf die Leistung kommen. Mit Heatpipes und allem drum und dran. Sollte eigentlich kein Problem sein. Aber damit haben wir halt wirklich nochmal einen Riesenschritt Richtung Energieunabhängigkeit gemacht. Wir haben jetzt eine Energiemix aus Geothermie, Solarkraft, Windkraft und das Compressed Nitrogen. Solarkraft schützt das auch gerade ganz gut. Ja. 41 Megawatt. Sag mal. Ihr seid ein bisschen eskaliert, kann das sein? Von 10 Megawatt einfach mal auf 40 hoch? Naja, ich sag mal so, ich hab das gebaut, was da war. Ja. Ich hab einmal auf die Kiste geklickt und hab dann einfach mal platziert. Ja, Aluminium-Sheets. Wir brauchen mehr Aluminium. Also die Ecke müssen wir abreißen und woanders neu hinbauen, dass sie in groß ist. Dann bin ich auch hier ein bisschen entspannter, was die Rohre angeht. Aber das machen wir dann nächste Woche. So. Ich nehme mal fix das TikTok auf. Dazu muss ich wieder ein paar Dinge vorbereiten. Einmal, da ist mein OBS. Dann brauche ich hier einen Timer. Meinen Timer. Na toll. Nehmen wir den. Dann wechseln wir die Szene. Das Intro ist aus, das heißt, das Intro geht nachher nicht wieder an. Da. Dahin. Aufnahme starten. Moin moin und am vierten Tag, ich hab's vergessen, am fünften Tag, okay, gut, stopp, reset, stopp. Am fünften Tag haben wir unseren Energiemix deutlich verändert. Wir haben jetzt Stirling Engines, ich weiß nicht so richtig, wie die funktionieren, also so physikalisch Realität, aber da ist Compressed Nitrogen drin. Das mit Hitze hin und her gezogen wird. Ich glaube, das ist einfach ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Also Kühlschrank macht aus Energie Kälte und das Ding macht aus Hitze Energie. Vermutlich. Und damit können wir mit diesen kleinen Blöckchen hier bereits 16 Megawatt rausziehen. Währenddessen wir hier aus der Fläche ja auch 20 Megawatt rausgezogen haben, aber mit Abwasser kämpfen mussten, mit Zeugs. Durch die Verbrennung haben wir andere Rohstoffe weghauen müssen. Und da kriegen wir es einfach aus der Erde. Das ist total faszinierend. Dann, was ich nicht vergessen darf, ist, wir haben einen fahrenden Zug, der Eisen heranbringt, denn unser Eisen wäre beinahe alle gegangen. Und dementsprechend haben wir endlich wieder Stahl und Kram. Bis dann. Tschüss. Aufnahme beenden. Szene zurückwechseln. Ich bin nicht im Intro. Es hat funktioniert. Woo! Endlich mal Profi. So. Den können wir resetten, den können wir schließen. Und dann suchen wir noch fix jemanden raus,
zum Reiden. Bam, bam. Nicht wen ich folge, sondern Factorio. Wem ich folge, das machen wir immer am Dienstag. Oh. Den Namen kenne ich doch. Sehr cool. Da reden wir hin. So, aber vorher gehe ich noch ins Outro. Und sag nochmal danke fürs Dabeisein, fürs Mitspielen, für euren Support. Der bedeutet mir unheimlich viel und macht das Ganze hier möglich. Danke euch dafür. Und wir raiden mal zum Creakly rüber. Der spielt gerade Space Exploration und Castorio. Das heißt, es ist das perfekte Mordpack, um ein bisschen in der Sentimentalität, ihr wisst, was ich meine, zu versinken, ob dem alten Safe-Game. Und spammt eure Lieblings-Emojis. Einfach mal Hallo sagen. Sentimentalität. 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 Sehr gut. Spammt auf der anderen Seite eure Lieblings-Emojis. Wenn ihr den Raid-Train mitnehmen wollt, wäre das super. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende.